Hallo. Hallo ihr. Uhu. Schön, dass ihr da seid. Ich hab neue Szenen angelegt bei OBS. Ich wollte jetzt für den Donnerstag eine eigene Szene haben, dass ich da direkt zwischen wechseln kann und für den Dienstag eine eigene Szene haben. Und dann habe ich festgestellt, okay, bei Stream Deck, das ist hier so ein lustiges kleines Gerät, was sehr, sehr praktisch ist, aber jetzt gerade mir echt die Nerven versaut hat. Hier, dieses kleine lustige Ding. Da gibt es Buttons drauf und dann kann ich zwischen den Szenen wechseln. Dann kann ich einen Druck machen und dann bin ich gemutet, dann kann ich nochmal drücken und dann habe ich einen Pausenbildschirm an und so Sachen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss da eine Umbenennung machen, weil ich die Szenen hier heißen jetzt anders bei OBS, wo ich das neu eingerichtet habe. Und dann habe ich während der Stream lief gesagt, okay, Stream Deck, hey, das ist jetzt nicht mehr das Twitch-Neudesign, die Szene, sondern das ist die Do-Donnerstag-Szene und wollte ihm das beibringen. Ihr hört mich nicht? Doch, ihr hört mich. Okay, gut. Ich dachte gerade, hier wäre eventuell auch der Sound weg. Und wollte ihm das beibringen und dabei ist alles abgeschmiert. Boah. Das war gerade echt scheiße. Aber es läuft jetzt erstmal so halbwegs. Stream Deck ist aus, wie ihr gesehen habt. Die Buttons sind ja alle tot. Ich habe das rausgestöpselt. Dann musste ich die neu angelegte Szene, also es war alles für die Füße, was ich heute angelegt habe, musste ich löschen, weil die hat alles zerschossen gehabt. Jedes Mal, wenn ich einen Rechner neu gestartet habe, ich habe OBS neu installiert, aber diese Szenensammlung, die hat es komplett zerschossen. Dieses Preset. Naja, gut, und dann wollte ich halt eben auf die Schnelle sagen, komm, machst du mal eben Streamlabs OBS, das ist so ein Ableger von OBS, nimmst du den, aber der greift auch die OBS-Szenen zurück und konnte eben auch nicht importieren und So, also, hier so Depri-Musik brauche ich jetzt aber nicht noch, Moment. So, Moment, ich mache jetzt noch einen Tweet raus, dass alle wissen, dass es jetzt doch losgeht. Nach einigen technischen Problemchen läuft OBS nun endlich wieder und damit auch der 7 Days to Die Stream. Xahippo und Uni sind noch im Teamspeak und warten sehnsüchtig auf mich. Ich werde auch gleich zu denen gehen. Ach ja. Kommen Sie rein, können Sie zuschauen. So. Also, ich werde jetzt gerade noch mal ganz, ganz kurz AFK gehen. Ich habe nämlich in der mistigen Situation hier mir nichts zu trinken organisieren können. Das heißt, ihr kriegt jetzt noch mal ganz kurz die Pausen. Wie das schmiert jetzt ab, ne? Ich muss jetzt alles manuell hier klicken. Ich kann nicht mehr das Stream Deck nutzen. Das ist so gemein. Die Pausenschweinchen, ganz kurz, ja? Und dann legen wir los direkt. Ja, gibt es keinen Talk heute. Direkt 7 Days to Die. Und ihr könnt ja im Discord nochmal Alarm schlagen, dass ich jetzt da bin. Damit hier noch ein paar Leute mitbekommen, dass das alles geklappt hat. Also, macht im Discord Alarm oder wo auch immer ihr wollt. Pfeift die Dodos in den Chat. Wir legen gleich los. Kurze Pause. Das war der falsche Sound. Da, ach Mann. So.
So, bin ich wieder da. Guten Abend. Kippen holen. Habe ich noch nie und das werde ich nie. Militanter Nichtraucher. So, jetzt tun wir mal so, als wäre nichts gewesen und sagen, schönen guten Abend, willkommen zum Livestream. Schön, dass ihr da seid. Und da und leicht mit den Fingern auf den Tisch trappelnd, ja, sitzen im Teamspeak der Uni. Grüß dich. Moin. Und der Hippo. Servus. So wie der Xar. Abend. So. Für nichts gewesen fehlt aber Bam Bam. Das gibt's jetzt nicht. Bam Bam war mein Kopf auf dem Tisch und meine Faust auf dem Tisch und so. Das war Bam Bam eben. Oh Mann, was ein Kack. So, pass mal auf. Ich muss jetzt allerdings probieren. Es tut mir leid, sonst sehe ich nämlich eure ganzen Alerts und so nicht. Ich muss hier eben hoffen, dass das jetzt wenigstens funktioniert, diese Einblendungen. Das funktioniert da schon mal. Toi, toi, toi. Und dann brauche ich noch hier die Alerts, denn es hat gerade schon gegurrt, ich habe es gemerkt. Und auch die laden. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Für ihn hat OBS bei mir. Es ist alles ganz, ganz furchtbar kaputt. Ich werde das morgen in aller Ruhe versuchen, irgendwie zu retten. So, und dann sage ich ein herzliches Dankeschön an Andi1991er, Dankeschön, denn Hasi ist dank dir versorgt worden. Vielen lieben Dank für das Geschenksab. Viel Spaß euch beiden und einen schönen Abend. Und Basti ist seit 12 Monaten und damit Dodo-König. Danke, Basti. Huldigt König Basti den Ersten. Vielen lieben Dank für die lange Unterstützung. Ganz viel Spaß dir. Ach ja. Puh. Was? Ich schwitze mich zu Tode? Wer schwitzt sich zu... Warum schwitzt man sich zu Tode? War der Erste bei der Abstimmung? Bei welcher Abstimmung? Ja, ich bin wieder da. Heute gibt es dann die nächste Abstimmung. Mal gucken, ob ich die am Ende des Streams mache oder morgen. Also heute, entweder heute nach dem Stream oder morgen früh gibt es die nächste Abstimmung, so mal gesprochen. Mal gucken, was wir da reinwerfen. Soll ich nochmal Seven Days to Die nochmal reinmachen? Oder sagen wir, jetzt gab es das zweimal, wo es gewotet wurde und dann schmeißen wir es raus? Aber momentan macht es ja euch Spaß und uns Gerüchten zufolge auch. Gerüchten zufolge. Genau, Gerüchten zufolge. Gerüchten zufolge. Manche sabotieren sogar ihren Rechner, um nicht spielen zu müssen. Ja, genau. rein, drin lassen. Einer wird rein, muss rein. Okay. Ich meine auch eigentlich eine überflüssige Frage, ne? Ja, ich wollte mir nur mal die Bestätigung holen. Weil die Leute, die das gewotet haben, sind vermutlich jetzt auch hier und. Ja, okay, du hast ja recht, aber. Meistens. Meistens. Ach, herrlich. Gut, ja, nee, ich denke, ich werde es auch nochmal reinpacken. Wir wollen das ja auch eigentlich noch eine Weile weiter zocken. Ne? Ihr seid noch nicht oft genug gestorben. Ja, vor allen Dingen, Hippo ist noch nicht oft genug gestorben und eigentlich auch Coach noch nicht oft genug. Ich weiß, wie oft war ich denn gestorben? Haben wir noch? Mehr als ich bestimmt. Nee, letztes Mal habe ich ganz schön aufgeholt. Bin der Todesgeier hier? Coach ist leider auch noch nicht oft genug gestorben im Spiel, aber Coach ist heute leider nicht da. Ja, Coach hat leider keine Zeit, insofern auf ihn müssen wir heute schmerzlich verzichten. Ja. Vorhin schon gewundert, dass du weg warst. Ja, ich habe mich auch sehr gewundert, dass OBS weg war. Tobi, danke schön für 20 Monate. Danke. Und Razerfahren ist seit 10 Monaten am Start. Danke für eure Unterstützung. Fühlt euch wohl. Schönen Abend. Coach hat keine Laune. Nee, Coach nicht. Sucht Autospawns. Geht OBS wieder? Ja, aktuell geht's. Aber die neue Szene, die ich angelegt habe, also die neue Setting, wie das hier so ist, das musste ich leider löschen. Naja, gut. Aber es sollte alles da sein hier bei der alten. Müsste passen. Coach opfern. Immer. Mit der Truppe geht jedes Spiel. Auch Arcage. Bin ich immer noch überlegen, ob wir das morgen nochmal zocken. Arcage. Ja.
auch da gibt es Gerüchte, dass uns das Spaß macht. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ich habe auch was davon gehört. Komisch, komisch. Ich mache eben den Server an, wenn er nicht an ist. Aber gehe ich mal nicht von aus. Ich habe ihn nicht angemacht. Ja, ja. Okay. Meine nächste ist 1000 Handwerksabzeichen, Xa. Dann die spielen immer noch Arc-Age. Ich glaub's ja nicht. Zufolge ist das richtig. Bis zur letzten Minute spielen die Arc-Age. Seht ihr, wie süchtig die nach diesem Spiel sind? Wie sehr ich sie zwingen muss, mit mir Seven Days to Die zu spielen? Ich finde, das verdient ein Hippo-Opfern, Sunny-Opfern und ein Xa-Opfern. Ja? Ich kann nicht spielen, ich stehe in der Warteschlange. Du bist sogar lieber in der Warteschlange, als dass du Seven Days to Die gestartet hast. Ich habe Seven Days aber auch schon offen. Piano. Alle Opfer, Moment, mich bitte nicht. Ja? Doch, dich als allerersten. Obwohl, nee, lass das. Dich bitte nicht, weil sonst kommst du uns gerne hinterher. Das ist ja ganz schlecht. Einfach alle opfern. Machen wir alle außer Koya opfern, ist das okay? Können wir uns darauf einigen? Nope. Nee, dagegen. Tenno! Unfassbar. Musst du noch kurz den Chat machen. Immerhin einer hier. Ah ja. Alex Amazing, das ist sehr, sehr. Den Namen merke ich mir. Ist gut. Also bei deinem Namen. Guter Mann. Das glaube ich da nicht so dran. Guter Mann. Manuel auch. Guter Mann. Monsus, du bist raus. Tage bist tot. Alle, wirklich alle Opfer. Tor, danke. Danke, Tor, für 13 Monate. Tor, oh Gott. Einem Spiel beitreten, mach ich mal. Ich schalte gleich um. Ich kann das ja jetzt alles wieder. Ich muss dann immer wieder raustappen. Boah, es ist ja. Boah, sieht man erstmal, was ich für ein Komfort habe, wenn man dieses Stream Deck besitzt. Hol dir doch mal so ein Stream Deck. Hol dir doch mal ein Stream Deck. Ich hau dir voll aufs Maul gleich. Ich finde die Idee gut. Alter. Ey, wenn man mit so Leuten zusammenspielt, ne? Der braucht keine Feinde mehr. Definitiv nicht. Boah. Aber ich brauch was zu trinken. Bitte. Sei froh, dass ich streame, sonst hätte ich viel bösere Worte gerade verwendet. Mistling? Ungefähr. Bum, bum, bum. Server steht, ich bin gleich truff. Bin sowieso die ganze Zeit truff hier. So. Ordnet die Kamera links oben? Rechts oben? Rechts oben, glaube ich. Ne? Links oben war immer. Immer. Ach, da ist jetzt auch das Spiel noch nicht eingestellt. Ah, ja. Ah. Ihr wollt mich doch immer verzweifeln sehen in Streams. Oh. Trash, vielen lieben Dank. 18 Monate. Scheiterhaufen ist angezündet und bereit. Guter Mann. So. Zündet man die Scheiterhaufen nicht erst an, wenn sie besetzt sind? Wer ist besetzt? Das schmort nur schon mal vor. Sei nicht so kleinlich. Du kommst da schon drauf. Schon mal ausrennen und wenn es dann fertig zum Grillen ist, dann kann man sich in die Nähe begeben. So wird's sein. So, wir haben Trag 13. Wir haben Trag 13. Trag 13, ja, Gott sei Dank. Und ein dann ist ja alles Lager. Gut. Und ein sortiertes Lager, ja. Wo war das denn? An der Stelle muss man sagen, ist Xa dann doch mal zu was nütz. Wobei, ich höre schon wieder das Mimimi. Ich finde wieder da nichts. Alles durcheinander. Nö, wenn's ja sortiertes Lager ist, dann ist ja nichts durcheinander. Raste das nicht, Junge. Ist schon richtig, aber man kann auch so sortieren, dass es keinem passt. Das ist, das wiederum kriegst du hin. Da bin ich auch sehr überzeugt von. Hatte eigentlich jemand von euch Erde im Gepäck? Erde? Ja. Nö, aber ich hatte ein bisschen was in die Ressourcenkiste geschmissen.
Ja, 1600 lehmige Erde. Lehmige Erde. Oh, das ist super. Dann werde ich mir mal ein bisschen Erde craften. Kraften? Hat es gemacht. Sind die Spikes gehopst. Und ist tot? Ja, geil. Ja. Oh, dieser Tag. Die pieksen. Kann das ein Ende nehmen? Also, du hast's doch gerade. Spikes funktionieren. Was? Warum bin ich denn jetzt? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Warum bin ich denn jetzt? Ja, wir sollten das heute sein lassen, ja? Glaube ich. Ja, das wollte ich euch noch sagen, wenn ihr eingeloggt seid, ihr solltet eure Betten neu setzen, weil da stehen jetzt Kisten. Man kann ihn einfach, oh, dieser Typ, lieb. Alter. Vor allem fand ich das super gut, dass die Information erst danach kam. Das ist so typisch. Ich dachte, dass er sich einloggt und gleich in die Spikes läuft. Du Mistfink! Oh ja, hast du etwa ein Bett? Jein. Das wollte ich euch ja noch sagen. Jetzt, wo du tot bist, fällt mir gerade ein. Du Vollidiot! Gern geschehen. Ach, ist es nicht schön. Ich bin am Arsch der Welt! Wo sind unsere Schlafsäcke denn? Ich hasse kaputt. Dich! Kaputt? Xa. Müssen wir jetzt einen neuen bauen? Xa. Ja, was? Bitte loote mein Zeug, ich brauche eine Weile. Ich wollte gerade sagen, hier wird nicht rumgeschiedet, ne? Du läufst. Ich mach ja schon. Aber es ist 19.34 Uhr! Tag 13! Gute Zeit hast du. Komm, du siehst wenigstens einen schönen Sonnenuntergang. Auf deiner Wanderung. Mann! Du bist doch da links vom. Ich bin in der Wüste. Xa repariert übrigens erstmal den Spike, in den du reingefallen bist. Ja, kann ich ja nichts kaputt lassen, also. Das geht doch nicht. Mach mir eine schöne Kiste irgendwo hin und. Du weißt jetzt, dass Nacht 14 kommt, ne? Direkt hinten dran. Halt die Klappe und. Das ist aber häufig so, dass 14. Ich hab keine kommt. Munition, ich hab gar nichts. Nichts hat er. Und nichts kann er. Er hat ja nichts. Auch das ist richtig. Halt die Klappe. Okay, pass auf. Also, es kommt jetzt erstmal die Nacht 13, Uni. Ach so. Das ist das eine. Okay. Das andere bitte macht aus dem Lehm Erde. Also Erde craften, Erdboden. Oh. Lass uns die splitten. Gesundheit. Ja, danke. Der macht mich krank. Da ist er wieder hin. Ja, macht Erde und unterfüttert die Spikes, die außen rum sind. Alter, Xa, du bist so dran, ne? Ach ja. Ja, Xa. Er hat eigentlich die ganze 7mm Munition genommen. 7,62mm. Also. Ich glaube, eine Menge hat Coach. Zweifelsfall Coach und der ist nicht da. Jetzt habe ich knapp über 40 Schuss. Naja, besser als 30. Hier sind immer noch, guck mal, hier ist zum Beispiel noch eine Pistole drin und 114 9mm Kugeln. Da kannst du ja vielleicht ein paar. Moment, das ist mir! Hä? Ja, du hast deine Sachen nicht alle 114. Kannst du wohl ein paar abgeben. Hast du deine Sachen nicht unten oder hat Xali da jetzt schon einsortiert? Ich hab's gerade alle hochgebracht. Also, okay, was vorher da unten fallen. Wo hast du das reinsortiert? Waffen und Munition. Meins, also wirst du so jetzt nicht über alle Kisten verteilt haben, bitte. Ja, doch, natürlich. Ordnung muss sein. Nein, ich hab das in die extra Kiste geschissen. Gut. Das Thema Xa ist nicht lustig. Doch! Ich find's auch okay. Was ist? Oh, Leute, oh, ey, und das nach der Odyssey, die ich hatte hier mit OBS, ey, das macht mich. Haben wir eigentlich noch eine Shotgun irgendwo, eine Heile? Weil die sind irgendwie alle im Arsch. Alle im Arsch. Meine Waffe ist auch im Arsch.
Haben wir noch so ein Reparaturkit? Müsste irgendwo noch liegen, aber lass mir eins übrig, ich brauche noch eins für eine Pistole. Ich brauche noch eins, scheiße, ich bräuchte auch eins für meine AK. Huch! Also meine... Wir können auch noch eben welche bauen, Moment. Und meine Schrotze ist komplett kaputt. Also ich kann gar nicht mehr schießen. Ich bin da nicht drin. Ja, es ist irgendwie ein... Das ist doch kaputt oder alles, Ilja? Das muss mit dem letzten Update sein, ne? Ich habe alles, was in meinem Toolbelt ist, ist kaputt. Ne, nicht außer die Sachen, die ich selber gebaut habe. Die gefundenen Sachen sind alle im Arsch. Ne, bei mir ist auch der Vorschlaghammer, den ich in der Hand halte, der ist noch ganz. Der Rest ist bei mir auch nur die Steinschaufel, die ich in der Hand hatte, kaputt. Ja genau, bei mir sind nur die Sachen noch heile, die ich selber gecraftet habe. Also die Steinaxt und die Steinschaufel, alles andere ist putt. Okay, also ist alles putt. Die Steinaxt ist kaputt, die Steinschaufel ist kaputt und der Vorschlaghammer ist noch ganz. Also in der... Mit Selbstcraften hat es glaube ich nichts zu tun. Wir schlafen gerade Reparaturkits durch, da könnt ihr euch dann gleich bedienen. Ich meine, den anderen Spaß kriegt man ja repariert, aber das war jetzt halt tatsächlich alles kaputt, auch was ich im Inventar hatte und so, ne? Ja, es ist wirklich alles hier. Oh, da kommt eine kleine Wanderhorde. Nein, nicht, bitte nicht, bitte nicht, ich will nicht. Mann, nee, bitte, keine Wanderhorde. Seht zu, dass die Treppe da ist, dass ich hochkomme. In 10 Minuten rennen die. Sollte noch da sein. Ich gehe kotzen. Ich hab nur noch eine Schaufel, alles andere ist hinüber. Jetzt erstmal hier Botec reparieren. Das klingt seltsam. Hör mal, Trottel, wie sich die Shotgun anhört, wenn die kaputt ist und nicht beschießt. Weißt du das? Links oben die Kiste ist eine Keule. Ich brauche jetzt erstmal Zeug, wo ich raus einen Schlafsack bauen kann. Ist bei Crafting Rohstoffe drin. Da ist noch jemand drin. So. Ja, und Jungs, ihr solltet euch auch noch einbauen. Ja, ich hab schon einen. Ich nicht. Aufgesetzt? Ja, doch mal da. Bring mal. Wenn mit dem Kopf gegen die Decke klatscht, geht er so weg. Wackelt das Bild so. Ich töte Xa. Hast du denn, ist das wenigstens geklippt worden? Ich heule doch. Huch. Nee, das lasse ich mal schön bleiben, Bianca. Was? Was auch immer. Ich finde, du hast völlig recht, Bianca. Nein, überhaupt nicht. So, du hast doch gerade irgendwas von... Moment. Von Reparaturkits gefaselt. Wo sind die noch gleich? Die sollten hier und da Dings drin liegen. Ach ja, alles klar. Jetzt auch eins. In der Dings. In welcher Dings? Ja, in der Workbench. Sind da genug? Weil ich brauche auch echt viele. Ich hab 10 angeschmissen. Also jetzt eins weg, dann sind da nur noch 6. Ja, das soll ja rein. Ich baue erstmal nur meine Waffe reparieren, der Rest ist mir erstmal egal. Naja, mein Bogen ist auch im Arsch und das ist der gute Bogen halt. Insofern brauche ich die leider. Ach Gott, ich... Das Ding braucht auch noch. Viele Spiele. Ich drücke 1000 Tasten, die alle falsch sind. Ja. So. Ja, okay. Heilige Scheiße. Ein Schnaps? Oh ja, bitte. Ein Schnaps. Wenn ich richtig verstanden habe, wurde was an der Haltbarkeit geändert. Und deswegen hat vieles seine Haltbarkeit verloren. Ich habe gestern auch ein bisschen geweint, als ich das gesehen habe in unseren Kisten. Ach, in die Kisten auch? Das ist natürlich bitter. Ja, in den Kisten ist auch alles im Eimer. Oh ja, Tatsache. Na super. Wer hat denn das ganze Holz und Pflanzenfasern und so? Wollte eigentlich alles? Nein. Oh ja, da hat irgendwer wohl alles rausgenommen. So, ja, das habe ich gerade rausgenommen. Ich schmeiße es wieder rein. Crafting und Rohstoffe, ne? So. Zack. Wo war jetzt mein Zeug? Hier oben, in der linken Kiste. Okay. Was war das denn jetzt? Depot. War eine Schrotflinte, würde ich sagen. Mach doch nicht so viel Lärm. Ja doch, ich will auch hier die Kollegin. Kollegin Schnürschuh? Ja, zum Beispiel die auch, ja. Schieß mal da hinten auf die AZ. Ja, du hast auch nur eine abgesägte Schrotflinte her. Nee, ich hab. So. Ist doch easy, ist doch gar nichts passiert. Haben wir denn noch irgendwo Pfeile? Ich hab nur 10 Eisenpfeile. Was soll denn der Waffenkiste da liegen? Da kommt der angeschissen Korb.
Sammelst du irgendwo die leeren Glaskrüge? Ja, bei Trinken. Die habe ich aber gerade alle aufgefüllt. Okay, dann erklärt's das. So, das schmeißen wir da rein. Da haben wir noch ein bisschen Stein. Das kommt wieder weg. Das kommt auch weg. Das brauchen wir. Ich glaube, die ist verkäfert. Ich glaube auch. Käfertante. Ich habe einen Vierer-Klauen-Hammer mal repariert. Ich denke, da lohnt sich's. Aber ich hatte gerade einen Level Up. So. Wo war ich denn stehen geblieben? Boah, ich bin völlig raus. Baut ihr Erde, ja? Ich hab noch 28 im Inventar. Die's not much? Ja, ich hab. Kam nicht an die Kiste dran gerade. Als du das gesagt hast. Und dann hab ich's wieder vergessen. Du hast ja auch gesagt, er soll Erde bauen und nicht Matsch. Mach nur weiter so, mach nur weiter so. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Braucht einer die Pistole, die da drin liegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Dann nehme ich die mal weg. Brauche ich nicht die teure AK-Munition vom Baller. Gut. Ich glaube, meinen Speer repariere ich jetzt aber auch noch. Scheiß drauf auf die Kids. Die sind ja relativ schnell gebaut. Ich hätte gern aber auch noch ein Levelband und ein bisschen geschmiedetes Eisen und das ist kein Problem. Reparaturkit, ja. Hat noch jemand irgendwo eins? Bräuchte auch noch eins, also davon mal ab. Warte mal, ich hatte es in die Waffenkiste eben geschmissen. Weg ist Sorry, es. Ich war da gerade drin. Nee, ich war da gerade drin. Reparieren, oben rechts in der Waffenkiste. Also ich gehe jetzt erstmal wieder weiter auf Farming, ne? Am besten. Also hier quasi anbauen. Holla, Mensch, danke dir. Das tut gut. Eine Dose Mitleid. Danke für deine Unterstützung. Hat er dir auch einen Dosenöffner dazu gegeben? Ja, klar. Habe ich eben. Mitleid, kommst leider nicht gern. Danke für die tolle Unterstützung. Ganz viel Spaß dir. Und an Adlan sage ich ein herzliches Hallöchen. Willkommen. Danke für den Follow. Wer ist denn Schlafsack nicht? Habe ich schon längst platziert. Ich hätte noch mal kurz eine Frage. Hm? Macht eigentlich irgendeiner auch Rüstung? Also ich gehe allgemein auf Crafting erstmal. Ja, das ist aber nicht so einfach. Ja, ich level bisher bei Intellect Advanced Engineering durch halt, ne? Okay. Ja, weil halt Rüstung ist halt die Light Armor ist bei Agility drin, die Heavy ist bei Fortitude. Ja, da gehe ich bisher nicht drauf. Was ich habe, ist der Gunslinger und Archery. Also ich habe ja jetzt. Also ich kann Pistolen und Bögen. Also klar, ich will da nicht meckern, aber ich glaube, es wäre cleverer gewesen, wenn ich den Masterchef gemacht hätte. Das könnte sein. Weil ich sowieso Stärke skillen muss, um unten meiner 69 und Mother Load zu skillen. Deswegen hätte ich auch Masterchef direkt mitmachen können. Sekunde, mein Telefon klingelt. Ja. Ja, aber ist ja egal. Aber gut, Fortitude habe ich jetzt ein bisschen was reingepackt, um Living of the Land zu skillen. Ja, und dann muss ich jetzt noch mehr reinpacken, um das hochzukriegen. Und eigentlich. Weiß gar nicht, welcher Skill erhöht denn. Die Steuern. Zum Beispiel. Ne, die, den Schaden von den Shotguns. Ach da. Das ist natürlich auch Strength. Ja, starke Boomstick. Ja. Nee, das schon, aber auch allein das Attribut Stärke selbst erhöht, glaube ich, schon den Headshot-Schaden von Shotguns. Oder die Chance zumindest. Ja. Chance? Ja. Die Chance. Okay, hier können sie hochwatscheln. Ich weiß, dass es mitten in der Nacht ist und ich eigentlich hier völlig leichtsinnig rausgehe, aber hey, was habe ich zu verlieren? Ich habe hier schon negative EP. Okay.
Ja, dann mache ich das erstmal, ne? Xar, Living of the Land weiter. Ja. Es ist irgendwie. Warte mal. Ich kann jetzt mit dem ersten kann ich harvest two items from wild or planted crops. Okay. Der nächste ist dann, you can craft seeds for flowers and decorative plants. Ja, yay. Ja, ich kann als nächstes Grandma skillen. Die Oma. Du wirst unsere Oma. Ja, das Punkt 2 bei Master Chief. Wir wundern uns, dass die Welt untergeht. Ich hoffe mal, was vorbereitet. Weißt du noch früher? Das haben wir. Hier ist irgendwas kaputtig. Was läuft hier? Ach, ihr da oben. Ja, ich hab mal nach den Pflanzen geguckt. Ich muss auch noch viel, viel mehr Beete bauen. Kann mir mal jemand Holz runterwerfen? Nö, ne? Ah, das machen wir mal. Aber das fliegt, glaube ich, nicht so weit, oder? Nee, ich fürcht's auch. Wobei, ich kann ja. Moment. Wobei, das wird nicht so weit halten. Ich komm runter. Kannst auch du reparieren. Hallo. Ja, aber ich habe keinen Hammer bei. Ne, habe ich auch nicht. Ich habe nur meine Axt. Achso. Ich habe nur gerade gesehen, da ist was kaputt. Wo ich gerade gestanden bin. Ja. Da, wo die Tür ist. Ja, ist Holz. Wo ist er? Ja, direkt unter dir. Ja, danke. Ilarin, 20 Monate am Start. Vielen lieben Dank. Dankeschön, viel Spaß. Was ist eigentlich mit der Erde? Machst du das an der Rampe vorne dran, oder? Naja, halt so, dass sie da hochlaufen, ohne das einfach nur kaputt zu schwarten, versuche ich das zu machen. Sprich, ich bring's einfach auf diese Höhe, wo die Spikes sind, komplett und versuche so zu bauen, dass es nicht eine Wand ist aus Erde, sondern halt eine Rampe. Ne? Rampe! Okay, also Rampe, ich würde dann vorschlagen, ich besorge dann noch ein bisschen Holz, sobald es wieder Tag ist. Ja, ich muss dann aber das Kettensäckchen reparieren, das ist nämlich auch kaputt. Okay. Aber wir sollten ja, glaube ich, noch haben, oder? Habt ihr jetzt noch Repair Kits oder muss ich noch welche bauen? Ansonsten, in der Forge ist gerade ein bisschen geschmiedetes Eisen durchgelaufen und Level Burnt haben wir auch noch, also solltest du ohne Probleme nachproduzieren können. Ich wollte gerade sagen, Repair Kits kannst du eh einfach bauen. Also, brauchen wir eh immer. Habe ich eigentlich diese blöde Taschenlampe am Start? Ja. Max, da haben wir alles an Nitrat verballert? Nö. Doch. Also entweder liegt es in der Ressourcenkiste oder beim Kochen ganz rechts. Aber ich glaube, ich hatte es zu Ressourcen geschmissen. Wie konnte man nochmal einen Stack halbieren? Rechte Maustaste und dann ziehen. Aha, sowas. Wir brauchen mehr Rampen, ich finde nicht. Das empfindest du richtig. Klebeband, Klebeband, Klebeband. Was Klebeband? Ich sehe nix. Na, ich auch nicht. Ich hab praktischerweise keine Fackel dabei. Das ist ja praktisch. Ja. Ich finde das auch gut. Hoffentlich springst du in Spikes. Nein, das mach ich nicht. Schade. Das hat ja schon eben getestet, die funktionieren. Xar hilft mir beim Rampe bauen. Xar hilft mir bei gar nichts mehr. Er kann wegen mir auch jetzt auslocken. Tschüss. Das ist nicht zu laut sagen, der ist sofort wieder ein Arcage. Ja, das stimmt. Das Spiel macht aber auch süchtig, oder? Also es ist schon. Also ich habe heute ja, wie gesagt, auch ein bisschen. Ach, die Taschenlampe ist kaputt. Na toll, eben hat sie noch funktioniert. Ich habe heute auch noch ein bisschen gezockt wieder und es macht wieder Laune, Arcade, muss ich sagen. Man fühlt sich da
abgeholt wieder. Wo waren denn die Taschenlampen in welcher Kiste, dass ich die richtig einsortiere? Die waren, glaube ich, Werkzeuge? Bei Mods mit drin. Was, bei was? Bei Mods? Ja, weil man die ja auch in Waffen und Helme, glaube ich, basteln kann. Tatsache, da sind sie alle, die kaputten. Ja, vielleicht nehmen wir sie am besten. Aber beim letzten Mal noch nicht kaputt. Ja, natürlich. Vielleicht nehmen wir sie auseinander und warten, bis wir neue looten, oder? Für Taschenlampen, Blueprints. So, sorry, wieder da. Ja, so. Ja, WB, weiß ich nicht, wieso? Ich meine, diese Repair-Kits kosten ja nur wirklich nichts. Und so eine Taschenlampe findet man ja auch nicht an jeder Ecke. No, ist ja, richtig. Stimmt. Ah ja, gut, dann reparieren wir sie halt. Ich hab ganz praktisch so eine Taschenlampen-Mod für die Waffe. Die geht nicht kaputt. Der feine Herr hat das also, was wir uns die ganze Zeit schon sehnlichst wünschen, ja? Da hat gerade noch einer, ihm ist mir mit einer Taschenlampe entgegen, gerade mit einer Waffe in der Hand. Irgendeiner hat das noch? Nö, ich hatte eine Taschenlampe in der Hand, ohne Waffe. Ah, okay. Nee, aber ich habe die mal irgendwann gefunden und habe die drauf gemacht. Ja, macht Sinn. Ich hab auch ein Visier drauf. Auf der Waffe. Lass ihn. Du kannst dir aber hier aus der Waffenkiste, da liegt noch ein, da lag eben noch eine, oder in der Modkiste lag noch ein Vordergriff, da wird das mit dem Schießen ein bisschen besser, das könntest du vielleicht noch machen. Ich pack die, wo soll ich denn die, die Reparaturkits hinpacken? In die Waffenkiste. Oder? Wir machen. Also zumindest waren sie da jetzt die ganze Zeit schon drin. Ja, ich tue sie da rein. Also das wäre vielleicht so eine Idee gewesen, gut, einfach den Foregrip da dran zu machen, weil das Visier hatten wir ewig lang in der Kiste liegen, das habe ich mir da einfach rausgenommen. Nee, ich glaube das ja nicht. Ah ja, klar, alles klar, natürlich. Wer einen Mod sieht, den er brauchen kann, nimmt ihn einfach. Logisch. Ja, also so habe ich es dann halt gemacht und das war... Ja, dafür sind jetzt sie ja da. Jetzt der Grund, warum ich halt auf Pistole und Waffe... Ich hasse heute alle. Weil du einfach grunddoof bist. Weißt du, kauft sich einen Stream, der macht damit alles kaputt, kann wieder nichts für. Das habe ich schon Ewigkeiten im Betrieb. Ja, klar. Ach, ja. Und jetzt, und es war wirklich das Stream Deck schuld? Ich habe das Stream Deck reconfiguriert, während der Stream lief. Und das ist scheinbar scheiße. Ah. Ja, das habe ich auch mal gehört, dass das kacke ist. Das habe ich mal irgendwann mal irgendwo gelesen. Und dabei hat es mir dann komplett die OBS-Szene verhauen. Und damit ist OBS jedes Mal abgeschmiert, wenn ich es neu gestartet habe. Aber selbst wenn ich es neu installiert habe auch, dann musste ich jetzt erst die Szene löschen. Was natürlich bedeutet, dass alle Presets weg sind. Ja, cool. Ja. Deshalb habe ich gerade gute Laune. Und solche Kommentare wie von Ofi, die helfen überhaupt nicht. Was hast du da für eine hässliche Brille auf dem Kopf? Ja, die ist schön, oder? Ich finde die schön. Es ist eine wunderschöne, hässliche Brille. Weißt du, was man mit so einem Visier echt schön machen kann? Fliegerbrille nennt man das. In den Kopf schießen. Ich geh mal. Ja. Genau das wollte ich sagen. Brille von der Nase schießen. So, hier, du wolltest doch Stein haben, Erde haben, oder? Ja, mittlerweile habe ich die mir selbst gebaut, weil, ne? So, Holz habe ich reingeschmissen. 3000. Wollen wir uns noch mal schnell in die Dingens einladen? Koya? Könntest du freundlicherweise die Verbündetenanfrage annehmen? Weiß nicht, ich wollte jetzt eigentlich den Turret aufbauen und Xar erstmal umholzen und danach vielleicht die Anfrage annehmen. Okay, Verbündete. Uni, Xar, Siegertyp. In Party? Ja, ihr müsst mich in Party einladen oder seid ihr schon? Ich hab dich jetzt gerade einfach eingeladen, die anderen beiden auch. Ja, wir sind aber jetzt schon in der Gruppe ohne dich. Ja, gar nicht, du bist bei mir in der Gruppe, du Vollidiot. Nee. Wohl! Nein? Nein. Hä? Bei mir steht oben links Koya. Bei mir steht nur Trottelchen und Siegertyp. Was? Ja, du bist raus. Ciao. Bei mir bist du... Boah, was ist das denn für Quatsch? Ich bin mit dir in einer Gruppe. Ja, ich bin multi-grouping-fähig. Ja, geh halt raus, ne? Ja, wir müssen ja mal rausfinden, wie das geht. Da, lieb. Jetzt, lad ein. Ein klares Jein. Jetzt bin ich auch wieder raus. Siehste? Du warst das so mit mir in einer Gruppe. Ich brauch nochmal eine Einladung. Drin. Können die überhaupt irgendwas richtig hier? Jetzt ist Uni bei uns drin. Ich brauch eine Einladung. Du hast keine mehr. Du bist doof. Bamfried auch. Jetzt bin ich da.
Hallo. Hurra. Hallo. So, und Bauteile für Munition? Hast du da auch nochmal was eigenes? Mod, Blueprints, Werkzeug, Crafting, Rohstoffe, Rüstung, Fahrzeugteile? Nö. Wenn ich jetzt so Kugelhülsen habe, Patronenhülsen, wo? Die Hülsen sind auch in der Waffenkiste mit drin. Ach, schon. Okay. Schon. So. Mottec. Gut. Tag 14. Was müssen wir noch machen für die 14. Nacht? Was? Ist furchtbar laut hier. Nacht 14 steht an. Was müssen wir noch machen, damit wir überleben? Gar nichts. Kaffeepause. Ich hol Holz. Echt jetzt? Meint ihr, wir sind gut gerüstet? Ja, stehen gute Spikes da. Die Wände sind unten verstärkt. Ich glaube, auch sagen, für die zweite Nacht reicht das. Für die zweite Nacht soll das eigentlich ausreichen. Die zweite Nacht ist ja total easy. Wir werden so aufs Maul kriegen, sag ich euch. Ach, jetzt habe ich ja schon wieder das Holz rausgelegt. Ah, gut, dann gehe ich jetzt halt nochmal in die Stadt und schau mal, ob ich noch irgendwas krieg. Ja, komm mit. Spike-Testen machen wir. Genau. Aber dann muss ich den Moddeck reparieren, sonst geht das nicht. Moddeck der Gerechtigkeit. Richtig. Moment, ich hab den richtigen Moddeck der Gerechtigkeit. Hey, wer ist? Meiner brennt nämlich, mein Moddeck. Warum? Xa brennt. Da! Ja, ich hab einen Burning Mod gefunden und den habe ich da irgendwann mal draufgebimmelt. Follow Alert sollte eigentlich an sein. Ich mach nochmal. Kann auch gerne testen, wenn du möchtest. Sollte eigentlich funktionieren. Kann man nicht. Aber wie gesagt, heute kann so einiges nicht funktionieren. Aber ich habe es auch nicht gehört. Tusen LP, Servus. Oder Tuxon. Servus. Danke für den Follow. So, wo gehen wir denn hin? Warte kurz auf mich. Ich bin einfach schon mal in die Stadt vorgewatscht. Hammer reparieren. Ja. War auch ein Hu und der Alert kam. Woo! Dann bin nur ich taub. Das ist mir an der Stelle lieber, als wenn der Alert nicht funktioniert hätte. Teste noch mal Minen. Nein. Aber doch. Dein Name heißt ja Kev Failed gerne. Soll ich dich einladen? Wir haben auch eine vorm Haus stehen, die ist gar nicht so schlecht. Ja, genau, die könntest du mal entsorgen. Ich finde, die steht super. Wenn ich in die noch reingetreten wäre und gestorben wäre und dann keinen Schlafsack gehabt hätte. Wäre schön gewesen. Nein. Doch. Nein. Naja, ein bisschen schon. Nein. Oh ja, hier ist das US Army Camp, sollen wir da rein? Geh ruhig. War nur so eine Idee. Ich habe auch nur so eine Idee. Weiterlaufen. Ich glaube, in dem US-Dingsbums waren wir schon, oder? In welchem Camp? Ja, ganz vorne, aber das dürfte doch... Ah, nee. Mittlerweile noch nicht wieder refreshed sein. Nee, 30 Tage, glaube ich, ist refreshed. Ja. Ah, okay. 30 sogar. Na ja, gut. Ja, stimmt. Es sind auch nur Radkappen. Es sind gar keine Minen. Ja. Da ist ein Zombie drüber gelaufen. Nichts passiert. Und kaum läuft Koja drüber, bumm. Ich finde das immer noch sehr, sehr mies. Waren wir hier schon? Nee, noch nicht. Oh, was war das? Wasteland Treasures. Honey is a natural antibiotic and cure. I learned a little trick how to sometimes get... Ich krieg jetzt Honig, wenn ich Bäume fälle. Oh, nett. Honey. Honey. Siehste. Bad Benny, danke schön. Oh.
Musste das jetzt teilen, hab vor knapp 2 Wochen gesappt und hab vergessen zu zeigen. Hey, jederzeit gerne teilen, immer schön, danke. Ganz viel Spaß dir. 11 Monate auch schon am Start. Scheiße, ich bin fest. Oder so. Oder einmal mit Mottek. Oh. Tech drauf! Hilfe! Hilfe! Alles gut. Ich hatte noch die Maustaste gedrückt vom Pfeilspannen und dann dachte ich, okay, dann ehe du den Pfeil verschießt, wechselst du mal schnell auf die Pistole und im Moment schießt er. Ja, und in dem Moment stand ich vor dir. Ja, du hast nichts abbekommen, das ging in den Boden. Ich schieße ja selbst vorbei, wenn ich paile. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass du Xar bist. So war's. Vulture's Artillery. Du bist kacke, jetzt muss ich drunter leiden. Perfekt. Ich finde das gut. 10% mehr Schaden an den Geiern. Finde ich gerade coole Sachen. Das ist natürlich gut. Und ich habe das auch total verdient, hier die guten Sachen zu finden. Nein. Laufen, nicht vergessen. Sukoya, ja, bitte? Lauf mal geradeaus, da kennst du dich da jetzt mit aus. Ja. Was sind das für eine Bude, dass die hier so verbarrikadiert ist? Hier ist aber auch kein Zombie, ne? Interessant. So, hier ist 100 pro was dahinter. Alter! Alter. Aua. Hat er dich erwischt? Entweder du oder der Nö, Zombie. Ich hab nur einen Zombie erwischt. Jetzt fall doch endlich mal um. Doch, was hast du denn? Der liegt schon. Ja, der ist schon umme. Ja, die habe ich mit dem Vorschlaghammer im Schlafen erwischt. Das ist aber nicht nett, so geweckt zu werden. Denn das war kein Andreas, Bianca. Der gar nicht wieder aufgewacht. Keine. Da guckst du viel Sombira. Und Telly. Die haben all ihren Zombies Namen gegeben und der eine heißt leider Gottes Andreas und das finde ich nicht nett. So. Ich finde das super. Oh, hier, dieses Haus ist echt genial. Also der Loot ist gut bisher. Schön, was das ist tatsächlich nicht schlecht. Das stimmt. Zwei Bücher? Irgendwo ist ein sehr ungemütlicher Mensch. Nicht mehr. Der hat einen Schlag mit Mottech gekriegt, aber ruhig. So. Ich habe jetzt knapp über 10.000 Holz, das muss erstmal reichen. Jo, damit kann man ein bisschen anfangen. Gut. Warst du da links schon? Wo ist links? Warst du nicht. Oh, hier ist die Krankenschwester. Danke, Schwester. Koya? Ja, bitte? Ich hab hier 2.
Drei. Drei. Vier. Aua. Aua. Jetzt habe ich keinen mehr. Noch. No. Aber ich habe auch gut gelitten. Da schimmeliges ja, Brot aufbewahren lassen wir ja, ne? Ja, das brauche ich später für manche Medizinsachen. Ja, Antibiotika auf jeden Fall. Genau. Halt dich halt hoch, ne? Womit? Hast du nix? Du gehst ohne Heilung aus dem Haus? Wir haben doch lauter Schmerztabletten in der Bude. Das wusste ich nicht mal. Ich glaube, ich habe eine. Warte mal, ich kann dir eine fallen lassen. Komm her. Du hast die nötiger als ich. Tim. Da. Das Danke. Wegschmeißen, das brauchen wir nicht. So. Oh jo, das hat gut was gebracht. Wir haben ja gegrilltes Wildbret. Aha. Ja. Wir brauchen übrigens wieder verrottetes Fleisch, klar. Hol Fleisch. Ich habe gerade verrottetes Fleisch gefunden in dem Moment. Das ist gut. Wird langsam langweilig mit diesen Verstecken hinter Bildern. Haben wir eigentlich gar nichts mehr zu saufen, Xa? Ach. Doch, wir haben eine extra Saufkiste. Ach, die Saufkiste. Bierkiste. Bierkiste. Ich hab Bier gefunden. Kann ich nichts für, ich hab wirklich Bier gefunden. Warum zeigt denn die Lampe dahin? Normalerweise zeigt die doch immer in so eine Ecke, wo man was finden kann. Da war ich, glaube ich, dann schon. Nö, auch nicht immer. Nicht? Okay. Das Ding hier oben leer, sicherheitshalber nochmal gucken. Nee. Oh, gut, dass ich mal reingeguckt habe. Warum? Blueprint Präzisionsgewehr, Blueprint Hunting Rifle. Oh. Kannst du noch ein bisschen was nehmen, Uni? Ich bin voll. Also bisschen voller als voll. Bist du immer schon gewesen. Ja, ich wäre gern voller, muss ich ganz ehrlich zugeben, nach dem Tag heute. Aber ansonsten, hier, ich leg dir mal was hin. Du hast doch nicht so viel, oder? Ich guck gleich. Warum willst du da, weshalb machst du da... Raus und dann da hinten ist noch was. Ach so, okay. Pass mal auf, komm mal her. Buck. Ja, ich habe auch nicht mehr so ewig viel Platz. Ich habe einen Grill gefunden, einen Kochgrill. Den kannst du zerlegen. Da haben wir schon zwei. Echt? Wo kommt das denn her? Den kann man doch in der Schmiede herstellen. Ach, da hast du also Zeug verschwendet dafür, ja? Ja, mein Gott, die 5 Eisen oder was das kostet. Ein Blasebalg? Also, braucht man den Blasebalg? Einen Schnitzel machen. Na, egal. So, schau mal, was du noch nehmen kannst, was bei dir reinpasst. Den Rest nehme ich halt wieder. Wir sollten langsam mal noch so ein oder zwei weitere Schmelzen aufstellen, oder? Ja. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Charlie, ja. Grüß dich. Braucht man dafür nicht Blasebalg, um die zu bauen? Einen Blasebalg haben wir, glaube ich, noch irgendwo rumliegen. Ich meine, den hatte ich in die Außenkiste gestopft. Dann, wie gesagt, einen habe ich jetzt auch im Gepäck. Ja, guck mal, dann können wir noch zwei bauen, ist was, dann reicht's. Was? Eine Nissi gab's gratis bei dir? Das ist, siehst du mal hier, das ist ja gutes Omen. Ich würde mal ganz gern gucken, ob auf dem Dach noch was ist. Mhm. Da ist der Besuch, glaube ich. Ja. Der ist gerade die Treppe runtergefallen. Aber irgendwie aufs Dach gehen müsste es eigentlich schon noch, hast recht. Also die Treppe vermisse ich auch, oder die... Die Leiter in den Boden. Oh, warte, hier. Hier ist es doch. Hier geht's doch hoch. Warte, ich komm. Heilige Scheiße! Wo ist denn hier, Koja? Nö, eigentlich da, wo du warst, in dem. Aber scheinbar nicht warst, also. Warte, ich bin gerade ein wenig belagert. Ja,
Nicht gut. Ja, nicht gut. Huch! Heilige. Himmel! Was denn? Ich guck ums Eck in die Tür. In dem Moment knallst du auf den Zombie hinter mir. Ja, nu. Einer muss ja mal was Vernünftiges tun hier. Also hier warst du augenscheinlich noch nicht. Hier ist noch alles voll. Da ist so eine komische Olga. Ja, ja. Und Jan, danke für 9 Monate Unterstützung. Dankeschön. Jetzt viel Spaß natürlich auch an dich. Kriegst du die Olga da in den Griff oder muss ich... Was macht denn die Olga jetzt? Olga hat was gegen Steinwände. So. Irgendwie? Ja, denke ich. Hier wurde ich gerade noch bei der Basis. Ich bin in der Mine. Ah, okay. Warum? Also die ist ja nebenan, ne? Ja, ja, ne, ist jetzt nicht so wichtig, dass du was kommst. Ich hab ein paar Kochrezepte zum Lernen gefunden. Man muss noch nicht skillen und kannst trotzdem dann kochen. Und, bist du da oben fündig geworden? Ja, ein Zombie. Hab ich gehört. Ja, wie gesagt, das kannst du auch machen. Innen oder während der Nacht dann gleich. Wie gesagt, läuft ja nicht weg oder wird schlecht. Der Uni und Koja, das ist so schön. Ich lach mich kaputt. So soll's sein. Was haben wir denn jetzt schon wieder fabriziert? Naja, wo du den Herzinfarkt... Alter, was finde ich denn hier alles? Ich Warum bin so findest du das überhaupt? Ich prügel mich und du gehst looten, oder was? Ja, es ist mal verteilt. Hast du jetzt schon einen auf Xar? Ja, wollte gerade sagen, ich habe einfach mal Xar jetzt hier nachgemacht. Ich kann das auch, wenn ich will. Welchen Haus denn? Oben den oder unten den? Oben. Nein, unten. Abgesehen davon habe ich ja halt looten gelevelt, also es macht schon auch Sinn, dass ich das mache. Also zumindest die Großen sollte ich dann vorher schon auch machen, ja. Den Eisenvorschlaghammer Stufe 1 lasse ich mal da, ne? Zerlegen gibt Eisen. Ja, genau. Okay. Ich bin aber randvoll. Ich bin auch bis zum letzten Platz voll, um genau zu sein. Guck mal mich an, bitte. Ich finde, das sieht gut aus. Warum sagst du nichts? Sag was! Ich finde das nicht gut, wenn du was sagst. Was? Mach mal dein Inventar zu. Übrigens, so ein kleiner Hinweis an euch. Eure gesamte Rüstung ist auch kaputt. Oh. Warum hat es mich auch gerade so bös zerlegt? Das heißt, ich schmeiß besser noch ein paar Reparaturkits an, oder? Mach mal ganz schnell ein paar Reparaturkits an, ja. Was hast denn du da jetzt alles gefunden? Einen Elm habe ich gefunden. Was hast du denn da für einen riesen Rucksack auf dem Kopf und generell Kopf? Und... Ich habe jetzt eigentlich nur einen Helm angezogen. Ja, was hast du da für einen riesen Rucksack an? Rucksack? Ja, du hast irgendwie so einen riesen Rucksack auf dem Rücken. So einen blauen. Bestimmt nur wieder ein Buckel. Rucksack ausgestattet? Weiß ich. Was mache ich denn jetzt mit meinem Inventar? Das ist wie viel Plätze überladen bist denn du? Ich bin 10 Plätze überladen. Ich 3 jetzt aktuell. Darf ich dir dann 1-2 Sachen geben noch wenigstens? Nein. Arsch. Hey. Frag doch nicht so doof, gib doch einfach. Ja, mach ich auch gerade. Und den Schraubenschlüssel, ja gut, wir haben jetzt gerade keinen, der ganzes kommt. Dann nehmen wir den jetzt auch nochmal mit. So. Ich glaube, wir sind hier oben fertig, oder? Ich glaube auch. Und normalerweise gibt es hier bei diesem Heizungsding hier, da, warte mal, das sollte man noch gucken. Wie nennt man diesen Fetisch? Das ist Eisen, der Eisenhelm-Fetisch. Das ist da ist nichts drin, Koja, da habe ich schon mal geguckt. Nichts drin, ja. Nichts drin, nichts dran, nichts drum. Na, dann gehen wir zurück. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Also ganz so toll sind die nicht, die ich gefunden habe. In einen Weekend finden. Fleischwerbung. Nein. Hat er ja keinen Marken sein. Überhaupt nichts gesagt. Kommt jetzt. Ja. Achso. Piep.
Du hast gar nichts verpasst, Charlie. Es ist nichts passiert. Nicht der Stream, den du suchst. Doch, du hast Goya in Speckspringen sehen verpasst. In Speckspringen? Bike. Also, Speckspringen. Schön in Speckspringen. In Speckspringen, mit Anlauf. So ein richtiger Bacon-Köpfer. Alles Bacon ist besser mit Bacon. Grundsätzlich. Oh, dabei fällt mir ein, ich habe Fleischkekse gekauft. Ich habe gerade was Schönes gefunden. Ein Auto. Hey, pass mal auf, komm mal her. Guckst komm du? Nicht wieder zurück, ich bin froh, dass ich 3 Meter weiter Guckst bin. Du? Ja, ich gucke, was soll ich gucken? Ach so, eine Eisenspitzhacke, ja, schön. Ja. Die können wir jetzt aber auch bauen, oder nicht? Was sagst du mir jetzt? Na ist so, ich glaube, wir haben jetzt die Werkbank, wir müssen eigentlich Eisenspitzhacken bauen können. Ich glaube, Hippo hat die gelernt. Hat Hippo die gelernt? Ich meine, ich habe sie dir damals gegeben, den blauen Print. Den Blaudruck. Den blauen Mann. Ich guck gleich mal, wenn ich wieder zurück bin. Kann das sein, dass ich zwischendurch ein bisschen übersteuere? Nö. Weil mein Pegel sagt mir... Du bist relativ laut, ja. Du kannst ein bisschen runter, aber nicht schlimm. Also ich sag mal, wenn du irgendwie panisch wirst und schreist, ist es dann vielleicht dann irgendwann doch übersteuert. Besser? Ja, so klingt gut. Okay. Du hast angeblich übrigens einen Spitzhacken-Blueprint im Gepäck. Ich hab's auch gerade gelesen. Dies ist, glaube ich, nicht korrekt. Ich habe hier einen Blueprint, der sieht zwar aus wie so eine Spitzhacke, aber das ist ein Bunker-Buster-Mod-Schematic. Ich habe auch erst gedacht, oh geil, Spitzhacke, aber nein. Also es ist irgendwas, um die Modifikation dann in die Spitzhacke zu machen, dass du Beton oder Stahl oder sowas besser zerkloppen kannst. Mhm. Ja, im Schneckentempo unterwegs. Ich bin ganz minimal überladen. Habe ich nicht so einen schönen Tee? Und was ist mit Tee? Hatten wir schon Tee Time? Ich komme erstmal zurück. Was macht nochmal maximale Ausdauer hoch? Essen, oder? Pilz. Ja. Essen, ja. Toll. Das habe ich natürlich genau Inni gegeben, das Essen. Ja. Dosen zerlegen? Habe ich Dosen? Dosen, ich habe Dosen. Danke. Dosen legen. Das ist Vanilla Alpha 18, wir haben keine Mods. Oh. Wir haben so lange nicht mehr gespielt, dass das für uns Mod genug ist, quasi die 18 zu haben. Was gibt es denn so für schöne Mods für dieses Spiel? Ich habe da noch gar nichts gehört, irgendwie so mit Mods. Ich bin da auch nicht so tief drin. Also ich weiß nicht, es gibt sogar so eine Fantasy-Mod, dass du dann irgendwie ein Fantasy-Setting hier quasi hast. Das ist ja Klasse. Bock, kein Mensch. Ja, nö, irgendwie nicht. Dann spiele ich ein Fantasy-Game, aber also ja. Es gibt noch einen ganz netten UI-Mod, dass man seine Getränke und Essensstatus als Balken sieht. Ja gut, das ist aber eine Client-Mod, keine Server-Mod. Das ist eine Client-Mod, ja. Ja. Echt jetzt? Das gibt's? Mhm. Ja, das allerdings gibt's war das momentan noch nicht entwickelt für die Alpha 18. So, okay. So, ich habe jetzt da nochmal irgendwie zigtausend Steine reingelegt und auch nochmal ungefähr 1600 Lehm. Super, dann stell dich doch mal in die Werkbank und schau mal, ob du was von den Eisenspitzhacken und so siehst. Hm, mach ich. Lauf, Koja, lauf! Ja, ich würde gerne. So, lauf, Eisenspitzhacke. Ein Wasserkocher explodiert. Ja, kann ich in der Tat fertigen. Kostet 10 50 geschmiedetes Eisen. 25 Holz, 5 Leder und 5 Klebeband. Die haben es aber ganz schön teuer gemacht. Das stimmt, das also mit dem Leder vor allen Dingen. Ja. Momentan 217 geschmiedetes Eisen herstellen. Das geschmiedete Eisen ist nicht das Problem so. Das ganze Leder ist eher das Problem. Wir haben über 250 Leder. Da hat viel Leder mit nach Hause gebracht. Haben, ja. Dann ist das Leder überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, dann ist eher das Klebeband das Problem. Wir haben 270 Leder hier rumliegen. Ich hab doch gesagt, das Leder ist kein Problem. Wie viel Klebeband haben wir? Das habe ich gerade für Reparaturkits zusammengedingselt. So, aber haben wir ein Problem. Dann können wir, glaube ich, auch noch herstellen. Klebeband kannst du aus Knochen herstellen und Stoff.
Knochen nein, ist da. Nicht Knochenstoff, sondern du kannst aus Knochen mit Wasser zusammen Kleber kochen und dann kannst du genau mit Stoff und Kleber. Wir haben also 6 Kleber da, das heißt, wir könnten 6 Kölchen geben. Ich habe extra ein bisschen Knochen mitgebracht. Zumindest habe ich Wasser dafür. Ich habe sie Uni gegeben, glaube ich, die Knochen. Ja, das Problem ist, da geht halt jedes Mal auch eine Flasche drauf beim Kochen. Ja, gebe ich dir sofort. Warte, ja. Lustigerweise wird gar nicht gekocht. So. Ja, jetzt eine Frage habe ich mal. Ich habe ja jetzt gefunden Hunting Rifle und Präzisionsgewehr, jeweils die Hematic. Wer soll das lernen? Ich melde mich an. Ja, wer soll das? Ich weiß, dass du eins möchtest, aber wer soll das lernen zum Bauen? Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon zumindest einen Punkt drauf geskillt wegen Jagen. Deswegen hatte ich da jetzt was auf Hunting Rifle gesetzt. Im Moment, es ist die Frage, wer kann sie in höherer Qualität bauen? Das ist das Interessante. Ja, also, ja. Noch kann ich sie nicht in höherer Qualität machen, aber sobald ich ein paar Punkte wieder habe und da weiter Skill, kann ich sie natürlich dann höher bauen. Zweimal Scope Cinematic. Für was ist denn das? Welcher Skill ist das? Machine Gunner oder was? Nee, das ist Moment, das war. Also, die Hunting Rifle ist auf jeden Fall beim Jagen dabei, das ist klar, ja, aber ich weiß nicht, wo die Präzisionsgewehr ist. Ist bei ganz links. Bei SI, das ist für Rifleman, also Hunting Rifles. Mhm. Also ich leg die jetzt hier rein, ich bin's nicht, weil ich bin auf Pistolen. Ja? Ja gut, das ist aber nur fürs Hunting Rifle Dead Eye, ne? Ja, ja. Ich denke, das ist da, wo auch AK-47 und so ist, dieses Spritzen. Nee, AK-47 ist bei Fortitude ist es drin, Machine Gunner, ja. Also ist das Präzisionsgewehr auch bei dem Hunter, Quality 2 Power Machine Guns. Ach du Scheiße, das heißt, du musst für jede einzelne Waffe das jetzt durchskillen? Mhm. Jo. Also für die, die wir wollen. Wenn du sie bauen willst, ja, zum Nutzen kannst du es ja auch so. Also es wird zwar effizienter durch den Skill, aber du kannst sie ja trotzdem nutzen. Ja, aber ich will sie ja in hoher Qualität bauen können. Ja gut, ja, dann musst du es skillen, klar, aber wenn du es nicht bauen kannst, wenn das irgendwer anderes macht, dann musst du es ja nicht unbedingt skillen. Ja, das ist wichtig. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen beispielsweise keine Pistolen, dann brauche ich auch nicht weiter auf die Pistolen leveln. Also ja, aber ich denke. Ja. Also pass auf, Xa, da du ja schon Punkte in das Hunting Rifle reingepackt hast, dann nimm das doch jetzt einfach. Genau. Er nimmt jetzt das Hunting, ist bei Waffen und Munition drin. Ich guck gerade, wo denn das Ding drin ist, sonst würde ich das nämlich machen mit dem Präzisionsgewehr. Ja, ich schätze, das wird aber auch da drin sein, oder? Das wird auch bei Hunting drin sein. Präzisionsgewehr ist. Das klingt zumindest so. Ja, sicher, dass du das bei Mods angelegt hast? Bei Waffen und Munition. Hunting-Waffe. Und dann lerne ich das Präzisionsgewehr auch. Das gehört ja eigentlich auch zum Hunting Rifle, oder? Ja, also warte, ist ja auch eine Sniper. Ich denke schon, dass das dazu gehört. Kurz. Dann lerne ich die beide. Warte doch. Mein Gott. Ich habe übrigens 24 Reparaturkits. Frag mich jetzt bitte nicht, woher. Hast du die Dings gelootet? Vielleicht habe ich die gefunden. Ich weiß es nicht. Ich habe 24 Reparaturkits. Ist ja egal. Wir brauchen genug. Also das heißt, ich nehme mir gerade mal ein paar und mache meine Rüstung fertig. Also 10 liegen auch noch in der Workbench. Das war super. Ich kann die nur nicht reparieren, die Rüstung. Ah, du musst sie ablegen, also ins Inventar ziehen. Dann kannst du es reparieren. Ja, meine Brille zum Beispiel geht nicht. Okay. Gut, vielleicht kannst du die ja auch mit normalem Eisen oder so reparieren. Ich tippe, sie haben recht, Uni. Ich finde auf jeden Fall keinen anderen Skill, der das könnte. Ich habe irgendwo mal was davon gelesen, deswegen habe ich gerade gesagt, warte, ich habe irgendwo was von Präzisionsgewehren gelesen, deswegen sagte ich das. Da bin ich mir sicher. Ja, das, Moment. Mein Flanellhemd ist kaputt. Na süße. Und meine Brille ist kaputt. Na gut, also das Einzige, wo das ein bisschen vorkommt, ist halt die Skills da drin. Also Rifleman, Marksman, Sharpshooter. Aber direkt in dem Skill steht jetzt nichts davon. Ja, dann lernst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eins baust. Ja, wie gesagt, da würde ich dann aber gern erst noch einen Punkt vorher draufsetzen. Damit es dann auch eine höhere Qualität hat. Macht, was ihr wollt.
Also du willst jetzt einfach nur eine Level 1 haben, um eine zu haben. Ich glaube, du wirst es jetzt noch gar nicht bauen können. Wir werden aber wahrscheinlich Stahl und was für brauchen. Guck doch einfach mal, was du brauchst. Ich lerne es jetzt mal und schau nach. Achso, soll ich hier das Bacon and Eggs Rezept lernen, Xar? Genau, ja. Das waren die. Also, du kannst auch noch diesen gelben Tee und das Rezept für die Dings lernen. Die, ja, für die Coffee Seeds. Die Bohnen, ja. Okay. Kann ich kurz an die Backbank? Haben wir irgendeine Medizinkiste? Nee, ne? Ja. Ist beim Trink mit drin. Unten. Trink und Medizin. Ja, kannst du. Oh, Waffen. Also für das große, also für das Military Hunting Dings, bräuchte ich 10 Rifle Parts, 22 geschmiedetes Eisen, Klebeband 15 Stück, Strap Polymer und Schraubenfedern. Das hatten wir, glaube ich, alles da, bis auf die Rifle Parts. Ich habe übrigens nicht zugehört. Also ist durchaus. Ist das jetzt das Hunting Rifle oder das Präzisionsgewehr? Das war das Präzisionsgewehr. Für das Jagdgewehr. Schießgewehr, das heißt Schießgewehr. Oh, Moment, also für das Sniper brauche ich geschmiedeten Stahl, den können wir noch gar nicht herstellen. Aber das Jagdgewehr braucht geschmiedetes Eisen, aber sonst auch gleich. Also 6 Rifle Parts, 15 geschmiedetes Eisen. 3 Klebeband, 15 Scrap Polymer und 3 Schraubfedern. Übrigens, eine halbe Stunde beginnt die Party. Brauchst du das? Ach, bitte? Scheiße, eine halbe Stunde schon. Stahl, du brauchst. Stahl waren, glaube ich, 22. Okay, ne, weil wir nur 6 Stück haben, deswegen. Ich muss mich hier noch mit der Dings zurechtfinden. Woher, wo hast du nur das verrottete Fleisch hingetan? Ja. Fantastisch. Hab ich. Das ist gut. Ich hab das in die Essenkiste gepackt. Ah, siehst du, ich hatte es nämlich gar nicht, ich wusste das. Ihr hattet nur eins. Natürlich haben wir nur eins, ich habe ja gesagt, ich habe gerade eins gefunden. Ja. Weißt du, da bringt man ihm was Schönes mit und er freut sich nicht mal. Eins. Das ist so traurig. Eins. So, 10 Minuten. In 10 Minuten, sie steigen direkt in die Hordennacht ein. Das verortete Fleisch. Ja. Gewitter! Was war das denn? Das war eine Flasche. Achso. Alarm! Wer war das vor allem? Noise? Wir müssen hier noch so ein Schild an die Tür machen. Noise, ja, ja. Übrigens gut, dass wir für ordentlich Belichtung, Beleuchtung gesorgt haben. Ich finde das auch super. Zu kommen von Süden. Hier hat einer gespuckt. Das ist nicht gut. Ja, dann hoffe ich, dass der nicht die Dings wegspuckt. Da kommt die fette Sau. Ach du Scheiße. Ich sag's ja in Ungarn, aber das sind viele. Das liegt an der Menge. Meinst du? Ja, ich glaub schon. Okay. Natürlich tragisch. Kommt mal in die Ecke. Oh, rein, da kommt ein Geier. Geier? Geier hab ich auch schon weggehauen. Bin fast um. Geh weg. Feuer ist weg. Ich hab ne Blutung. Kruja ist weg? Was? Wie, ich bin weg? Wo ist er denn hin? Ich bin da. Achso. Wir hätten das gerade gesagt. Ihr müsst auf die Zombies schießen, das hilft in der Regel. Ich weiß, aber ich hab. Scheiße. Oh, hier spuckt wieder wer. Geier im Haus! Der hätte mir die Türen aufgelassen. Ihr habt keine Türen, oder? Da kommt der fette Spooky. Oh, Scheiße. Nun jetzt schon wieder. Hier ist immer noch ein Geier. Weg da, weg da. Jetzt schießt du mal auf den Geier. Können wir nicht so ein Turret aufs Dach stellen? Ja, ich habe ja schon ein Tourette.
Aber der macht nichts. Der hilft aber nicht. Du kannst die ja beleidigen, die Vögel, aber davon gehen die nicht. Ja, ich kümmere mich schon um die Geier. Moment. So, Tourette steht gleich. So, Tourette steht. Ja, du hast schon super, Tourette. Ah, Geier! Kam noch schnell genug an. Was sind da? Ja, das war nicht nur einer, das waren insgesamt jetzt 5 Geier. Ja, ich hab ja auch 2-3 getötet, oh, also die sind zahlreich. Ja, sollten jetzt, glaube ich, alle weg sein. Auf die Fette! Auf die Fetten! Wo denn? In Richtung West! Die Fetten kommen immer vom Westen! Das ist so! Oh! Scheiße, der Fette hat mich angespuckt! Ich bin fast nie. Das sind viele Fettis! Ja, das sind einige Fettis! Oh oh! Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Ich, Das ist dieser Spuck der Fette. Wow. Ihr solltet euch alle mal ein bisschen heilen. Wie soll ich mich denn heilen mit was? Ach, ich kann mich heilen. Moment. Warte mal, haben wir noch so einen Painkiller irgendwo? Ja, und der war. Ja, ich bin Medizinkiste sollte es geben. Ja, da ist er. Die Langspielplatte drin, ich weiß, so, die sind wieder drin, die Dinger, nimm die raus, oben, erste Zahl. Ja, super, hier ist gerade ein Vogel in die Wand geflogen. Ich hab so das Gefühl, hier ist gerade unsere Dings in die Luft geflogen. Was denn, die Mine? Ja, das sieht nach Mine aus. Und, hat die was gebracht? Naja, unser Haus hat, unser Haus ist... Nee, die Mine war weit weg, komm jetzt hier. Ja, ich war, ich... Was war? Ja, hier vorne, der ganze Balkon ist weg. Balkon ist weg? Lasst mich am Leben! Ja. Das ist der Dicke! Ich weiß! Der hat aufgeräumt, Kerl! Ihr könntet ihr den Dicken töten, der macht den Balkon weg! Die sind drin! Die sind unten drin! Du schießt aufs Xar! Nein, das bin ich nicht. Ich hab nichts mehr, mein Ding ist schon weg. Beruhigt euch mal, was? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe auch nichts. Leuchte mal runter. Ja, mach mal einer Licht. Eine Lampe. Oh, ich hab einen getroffen. Unter Koja, ich leuchte unter dir. Ah, ja, super. Das ist schön. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Ne, leuchten ist super. Da ist ein Erweckter, ne? Den sollten wir vielleicht... Du bist eine große Leuchte. Alles gut. Wer ist hier geweckt? Der Erweckte ist drin. Der ist jetzt im Haus. Wie? Ja, aber da ist doch die Kellertreppe vergessen. Was war daran jetzt nicht zu verstehen? Ja, nu, ich hab ja im Haus habe ich ja ganz viele Spikes gesetzt. Also die sollten eigentlich umgehen da drin. Ja, da war aber ein Erweck dabei. Nur so. Wer ist denn, ja, wer ist denn ein Erweckter? Das ist der, der nicht mehr schläft. Der Erweckte, der soll mal weg da. Diese Special-Zombies, ich dachte, die heißen Erweckte. Oder habe ich das? Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war eigentlich ganz einfach. Ja, wir haben nur ein Problem gehabt, der Tourette ist abgestürzt. Ja, mein hat plötzlich gelobt. Abgestürzt. Jetzt springt der Xar da runter, warum? Jo, weil nichts mehr kam. Loot, und jetzt kommt auch nichts mehr. Du hast jetzt meinen Loot geklaut. Nein, das war deine Tasche liegt noch da. Was das? Ich mach hier die Vögel weg, damit wir die Federn uns schnappen. Achso, ach ja, stimmt, ja. Ja, richtig, Gammelfleisch. Ich brauche Gammelfleisch. Wenn noch jemand irgendwo einen toten Vogel sieht, weghauen. Ich habe jetzt 3, 4 zerlegt, aber mehr sehe ich leider gerade nicht mehr. Da, hier ist noch einer. Die meisten dürften auf dem Dach liegen. Ja, ja. Ah, ganz oben, oder was? Ja, ganz oben. Oder ja, lass mich, weil ich krieg, glaube ich, mehr raus aus den Viechern. Ja, komm, du bist unten. Ist okay. Ich zack dir. Da könntest du doch mal was. Ja, nee, ich krieg mehr Gammelfleisch raus. Ja, dann mach aber schnell, weil die spawnen ja auch. Ja, ich komm. 2 Stück liegen hier noch oben. Ach ja. Ja, ich lebe immer noch. Also Mist.
Ich finde, wir sollten mehr Minen bauen. Ich finde eindeutig nicht, weil dann gehst du rum und stopfst das alles wieder voll mit Erde. Du. Aber es war effektiv. Effektiv. Jo, das Loch ist, ja. Ja. Loch ist ja. Effektives Loch. Und da hat Xavi sogar festgelegt, das war nämlich nur ein Ja. Ist verdammt, das ist echt verdammt effektiv hier, das Loch, ja. Effektiv? Das ist ein sehr effektives Loch. Meine Fresse, haben die unsere Bude zermöbelt, ne? Mal, ja. F wie tief, genau. F wie tief. Sammle dein Tourette noch auf. Ja, ich weiß nicht, wo mein Tourette ist. Ach, da ist er ja. Und ich hab mein Tourette wieder. Wir haben mehrere Tourettes eigentlich mittlerweile. Aha, das ist aber der einzige Dreier, ja? Und außerdem ist das mein Begleiter-Tourette. Das ist wie ein Haustier für mich. Ja. Aber die Tourettes im Haus haben ja... Ach, die Tourettes, die Spiekes haben ja ganz gut überlebt, ne? Ja, die im Haus waren wichtig, glaube ich. Aber schau mal, selbst das Fundament unten ist weg. Die haben echt böse angehauen. Ja, die Explosionsviecher sind echt fies. Also die machen da echt gut Löcher ran. Also ich finde, wir haben uns sehr, sehr gut und überhaupt nicht chaotisch und so geschlagen. Das war absolut souverän. Und ein Paradebeispiel dafür, wie man sich gut in Nacht 14 verteidigt. Alter, alle Spikes weg hier. Ich gehe kaputt. Ja, ich stell schon mal neue Spiekes an, ne? Ja, machen sie das. Okay, also für die nächste Nacht müssen wir uns was einfallen lassen. Ich glaube, da sollten wir so ein paar Tourettes aufstellen. Vielleicht sollten wir aufs Dach wegen die Vögels. Ja, und eventuell müssten wir nach Elektrograms mal gucken, was man da machen kann. Also so Propeller aufstellen oder so. Oder dann was Brauchbares machen zu können. Ja, ich hab auch noch keinen Blueprint oder in der Richtung gesehen. Das wundert mich auch noch total. Also es gibt ja zum Beispiel diese Mixer, ne? Dass du diese Propeller hast, die Schredder-Dinger. Ich mach jetzt gerade mal 300 Spikes. Ja, ganz so viele brauchen wir nicht. Machen wir ein bisschen weniger. Jetzt. Ich mach auch mal noch 50. Mach ich 150 und dann haben wir 200 Stück. Das haben sie gut addiert. Dann stopfe ich unten schon mal wieder ein bisschen auf. Okay, also für die nächste Nacht müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir eine bessere Verteidigung da hinkriegen. Metall geht da um die Base. Ja. Wir sind in Nacht 14. Gut, wir müssten gucken, dass wir ein Zement rankämen, dann könnten wir weiter verstärken. Das sowieso auch, aber die Metallgitter sind auf jeden Fall auch gut. Nur wir haben jetzt gerade erst ganz kurz vor Nacht 14 unsere Workbank hier hinbekommen. Ja. Wir konnten das noch nicht. Ne? Aber das ist jetzt in der Tat. Also Metallgitter ist das eine, aber wir brauchen eine effektivere Verteidigung. Wir müssen eigentlich noch eine Mauer außen rum ziehen. Und außen um die Mauer, vor die Mauer Spikes und hinter die Mauer Spikes. Ja, eigentlich müssten wir das tatsächlich machen. Dann könnten wir auf die Mauer gehen und den ersten Verteidigungswall quasi haben. Und wenn der dann fällt, ziehen wir uns hier ins Haus zurück erst. Und dann haben wir immer noch eine zweite Chance. Das wäre so die alte Taktik. Der Mensch war sau viel vorhin in dem Haus. Der hätte uns nur wegschaufeln müssen. Boah. Haben aber auch relativ viel Zement. Backseat Gaming Preis geht gerade an Uffi. Ah, ja. Also das Preis. Zement. Ich war mit 10 Feldern überladen, aber ich hätte noch Zement tragen sollen. Mauern sind sowas von 2016, das stimmt. Vor allen Dingen, Mauern sind sowas von Alpha 16, sowas. Boah, es ist hier wieder mal sacke dunkel. Kann hier mal wieder die Leuchte spielen? Schreier, hat noch einer Honey? Honey. Da. Ich bin unten. Ja, habe ich. Ja, zwei Stück hast du. Einer reicht. Ja, sind drei Stück jetzt drin insgesamt. Perfekt, dankeschön. Ah, willst du Gammelfleisch, Ibo? Jo. Dann tue ich dir das gerade mal in die Munitionskiste. Du bist ja in der Futterkiste drin. Das ist alles schon wieder? Hatte ich ja gerade noch einen Spike über. Was habe ich über? Habe ich doch. Spikes. Nö. Ja, das Problem ist, ich brauche... Du nämlich Winnie oder Hippo haben Spikes, ich nicht. Innen mal kurz noch die zwei reinsetzen, die kaputt gedengelt haben. Ja, doch, ich hab Spikes.
Da zwei kaputt. Ja, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Muss mal gucken, ob noch einen reinkriegst. Eine, oder? Nein, weil, vielleicht sollte Koya-Bäume fällen wegen Honig. Ja, das könnte ich in der Tat dann mal machen, ja. So, gleich wird's hell. Ach, verdammt. Ach so, genau. Ich brauche halt eine Menge Gammelfleisch. Für die Croplots oben. Da brauche ich für jeden. Ah, wer war's? Ich. Das war der, aber der hat den kleinen See auf den Bank gesteckt. Warum der Fußpilz kam zurück. Der hat sich das Nagelbett kurz sauber gemacht. Hat er. Ja, ich weiß, dass du das Gammelfleisch brauchst, aber woher nehmen, wenn ich stehen? Ja, das ist, wäre jetzt so die Frage gewesen, wo man das am effektivsten herbekommt. Also was du jetzt auf jeden Fall mal bitte herstellst, sind Eisenwerkzeuge für alle. Ja, ich brauche dafür Klebeband. Ja, dann bau doch Klebeband. Wir haben noch genug Flaschen. Wir können Klebeband bauen. Ja, wir haben doch genug. Wie viel Klebeband brauchst du denn nochmal für eine? 5. Ja, dann bau doch mal wenigstens 2, dann hast du eine. Und naja, ich baue schon. Ich geh auch nochmal los. Ich bin auch schon auf dem Weg. Ich glaube, dass man verrottetes Fleisch doch kriegt, wenn man Zombies niederhaut, kloppt mit dem Messer, oder nicht? Nee, aus den Zombies kriegst du nicht. War vielleicht mal, aber ist nicht mehr. Gut, dafür brauche ich Knochen, die haben wir hier. Und Wasser, das haben wir hier. Ja, da haben wir eigentlich genug, da kannst du euch ein paar verkaufen. Ja, ich habe auch keine Wahl. Ja, wir haben wirklich genug Flaschen, also da bringe ich aber jeder Loot-Tour 5 mit. Ja gut, ich baue ja schon. Mehr Licht für Koya und Koya, wir müssen das auch beleuchten. Also außenrum eine Mauer, hat jemand noch eine andere Verteidigungsidee? Ich will das nicht diktieren, das ist nur die einzige Idee, die ich habe, mit Mauer ziehen und so. Ja, nö, also Mauer ziehen ist halt ja, aber wir sollten dann aber direkt so viel Platz lassen, dass wir dann nachher auch, wenn wir das weiter ausbauen, die Fallen so dazwischen bauen können, diese ganzen elektrischen Mopeds und so. Ja, dann können wir es ja auch nochmal verrücken, ne? Aber ja, klar. Ja, gut, also eine Mauer verrücken ist jetzt nicht so einfach. Ruhig weiträumig, das stimmt schon. Ja. Hippo, da wo diese Türmchen stehen, die wir aufgebaut haben, wenn du Richtung Stadt läufst von unserer Hütte, da stehen so Dreiertürmchen mit den Holzblöcken. Ja. Da ist noch Eisen, falls du eventuell noch Eisen nachfarmen musst für die Spitzhacken und so. Okay. Da liegt noch ein Eisenklotz und eine Eisenader. Wirklich, ein Klebeband kann ich nur mit trüben Wasser herstellen, nicht mit klarem Wasser? Ja, um die richtige Klebekraft zu bekommen. Genau. Muss das Pisse sein. Ja. Na. Mimi Mystik, mach's gut, ciao. Minenfeld! Na, dann gehe ich mal trübes Wasser besorgen. Gläser sind doch übrigens nicht selten. Das ist einfach mal ein bisschen Sand aus der Wüste einschmeißen. Kann man Gläser echt selbst herstellen? Ich weiß, dass du Glas herstellen kannst, aber kann man aus dem Glas dann Gläser schmieden oder wie? Gute Frage, ich schaue gleich mal rein in die Farbe. Blasen ist das Wort. Blasen. Blasen. Du bläst uns jetzt mal ein Glas. Ja. Ich finde ja interessant, was wir für Tausendsasser sind hier. Gläser kann man herstellen, ach ja. Ja, tatsächlich. Glaskuh kann man herstellen mit Sand und Clay. Wie dumm wir sind, ne? Ja, nu. Aber das haben wir dieses voll drauf. Die läuft, schmeiße ich mal ein bisschen Sand rein. Ich glaube, wir hatten dann ein bisschen was. Du hast gerade auch fast dreckiges Wasser gesoffen. Oh ja, ganz. Wir haben 58 Bruchsand. Das dürfte für ungefähr 3 Gläser reichen. Ja, ja gut, aber Sand ist ja schnell geholt. Klar, mach, was du machen musst. Ja. You are hot. Ich bin so heiß. So heiß. Ich bin so heiß. So. Dann wollen wir mal ein bisschen Klebe kochen. Ja. Aber nicht zu viel schnüffeln, Hippo. Wahrscheinlich. Ah ja, komm, stehst am richtigen dran. Ein Graben, das macht Hippo. Nee, Graben ist kacke, da fallen die dann bloß rein und buddeln dann dir die Basis unten leer. Ich will das auch nicht. War nur gerade ein Vorschlag. Ja, nee, keine gute Idee. Bin ich auch dagegen. Wo ist denn eigentlich der Unowski? Der ist jetzt gerade aus der Base raus. Ach so, ja, ich bin wieder bei unserem Haus, wo wir eben looten waren. Da gehe ich jetzt ins nächste. Okay. Aus der Unowski. Komm mal. Bin so heiß wie ein Vulkan. Da.
Genau. So, das hätten wir also. Was brauchten wir denn für das Zeug noch? Klebeband. Doch, das ist gar kein Problem. Da ist Klebeband, also das sollten wir, glaube ich, echt immer was mitbringen nach Möglichkeit. Ja, Klebeband. So, und dann brauchen wir. Kann man Kleber nicht auch selbst herstellen irgendwie? Ja, doch, aus Knochen und gerade. Wasser. Darum ging es ja gerade, dafür braucht er ja die Pisse. Die Pisse. Ja, aber die kann er ja jede Menge holen, oder nicht? Ja, klar, nur die Gläser brauchen wir halt und da waren wir dann in der Wüste und überhaupt. Also alles. Kommt doch von Höchstgen auf Stöcksgen, Mensch. Ja, genau, das ist es nämlich. So. Betonblöcke im Graben und Spikes helfen. Ja, nee. Nee. Mit denen, mit die in Graben locken und so weiter, fangen wir erst gar nicht an. Also so wie die buddeln können. Die Zeiten, glaube ich, sind vorbei, wo du dich mit einem Graben vor Zombies sichern konntest. Ja. Das war einmal. Früher. Früher. Da war alles früher war mehr Lametta. Früher war mehr Graben. Ja, voll gelohnt hier. Na gut, gehen wir da halt rein. Bin immer noch dafür, dass Koya mit Sinn des Twitch-Sings macht. Ich nicht. Das. Ich komme gerne. Komme gerne euren Wünschen nach. Ich bin da sehr, sehr flexibel und höre auf euch. Aber es gibt so ein paar Dinge, die tue ich nicht. Und das ist länger als unbedingt nötig singen. Da hört der Spaß auf. Ja, soll ich dann jetzt einfach mal gucken, dass ich da irgendwie in die Mauer noch drumherum zimmer? In einem respektablen Abstand dann irgendwie, sowas wäre jetzt auch mein Ansatz. In dem Haus gucken. Boah, das geht da weg. Pack einfach mal die Spikes bei Waffen mit rein, ne? Mangels Alternative. Ja. Autsch. Ich hab die auch gleich. Bist du da drin, Uni? Oh ja. In dem Haus, ja. Gerade rechtzeitig. Boah, Alter, dieses Klebstoff herstellen dauert ja ewig. Okay. Was ist bei dir ein respektabler Abstand, Koya? Ich weiß es nicht, der Ippo hat Sonderwünsche gehabt. Naja. Mit Parkplatz bauen und so. Parkplatz? Ja, genau. Bau halt also, so weit auseinander, dass wir auch nachher noch, zum Beispiel, es gibt ja noch diese Häcksler und diese Elektrofallen und den ganzen Kram, dass wir dafür noch Platz haben. Ja, und wir brauchen halt auch Platz für Mopeds, die wir uns noch bauen und so. Genau. Ja gut, das würde ich so. Also man kann ja später eine Zugbrücke bauen. Von daher würde ich sagen, der Abstand der Mauer ist Wumpe, weil du dann praktisch die Rampe hochfahren kannst über die Zugbrücke und dann praktisch oben auf dem Hausdach parken könntest oder so. Uff. Ja, oder wir machen eine Tiefgarage. Hihi. Auch lustig. Ja, gut, aber trotzdem halt, lass ein bisschen Platz für. Also baust nicht direkt da dran. Ja, nee, das sowieso nicht. Also ich hätte jetzt zu den Spikes, keine Ahnung, 4 oder 5 Block Abstand gelassen. Und dann war praktisch, dann die Mauer, mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Uni, du siehst nicht gesund aus. 6. So etwa in dem Abstand gesund, dann gemacht. Gerade ist alles gut, aber ich habe hier Zombies, die von oben runter wollen. Ja, es regnet hier Zombies, das ist... Oh, ich finde das vielleicht fast noch ein bisschen nah.
Lass das ruhig lieber ein bisschen mehr Platz. Also ich meine, da müssen wir zwar mehr Spikes und so setzen, aber dann haben wir da, wenn die Mauer durchbrochen haben, noch einen Bereich, der verteidigbar ist, weißt du, so, wo man... Oh, hier ist eine Stichsäge, eine Kreissäge. Gut, ich kann auch nochmal 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, dann bauen. Oder ist das dann schon wieder zu viel? Ich kann nicht mitreden, ich sehe nichts. Ja, ja, aber Hippo, das ist hier gerade gut. Ja, nimm mal, geh zwei Blöcke wieder zurück und dann würde ich sagen, ist okay. Also dann... Ich hab grad ein 8-mal Scope ja, gefunden. Ja, oder? Ich finde, das ist ein ganz guter Kompromiss. Jo, also je nachdem haben wir dann einiges an Platz. Ja, denke ich auch. Gut, das wird eine Riesenmauer übrigens. Das wird eine Riesenmauer, ja. Also du kannst auf jeden Fall schon mal wieder anfangen mit Pflastersteine craften. Ja. Also ich lass gerade auch schon durchlaufen, aber wir werden Unmengen brauchen. Okay, okay. Ich sehe gerade Rick Walker, dankeschön für dein Mach erstmal nur eine Linie auf dem Boden, die anderen sollen ihren Senf auch noch dazugeben können. Ja, 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 klar. Bist du eine Etage höher, Uni? Nein. Klappt das bei dir oder wie immer? Wie immer. Gute Fragestellung. Ja. Oh ja. Was ist los? Juba, hier hat das Zombies geregnet. Dahinter war ich schon. Da warst du schon? War ich schon. Wo bist gerade das 8-mal Scope und so gelöst. Da warst du schon. Warum ist denn dann da noch ein Zombie? Oh, weil der von oben gekommen ist. Man muss followen, um quatschen zu können? Nein. Doch, ja, muss man. Nicht seit wann? Tatsächlich. Der ist an. Seit ein paar Ströms. Oh, tatsächlich, da. Nach oben kommen, Koja. Oh, letztes Mal habe ich das gar nicht gesehen gehabt. Okay. Man muss ja followen, um quatschen zu können. Ja, aber ich finde, das ist ja auch okay, oder? Wenn man hier, ja, wenn man hier mitquasseln will. Wer mit mir reden möchte, der muss 10 Euro zahlen. Ne? Genau. So, Unibert, du bist irgendwie auf einmal leise. Was? Ja, jetzt geht's wieder. Ja, ich habe neben dem Mikro gesprochen. Stell mal Woodframes dahin, dass wir da oben reinkommen. Und irgendwo muss es einen Weg nach oben geben. Ja, dann... Wir können außen gucken, aber irgendwie muss es einen Weg nach oben geben. Das ist nur ein Da oben nix. Das ist irgendwie nur ein Schrank? Sieht aus wie ein Schrank. Warte mal kurz. Nein, das ist da oben nix. Aber es gibt... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, das ist was, aber ich weiß nicht... keine Ahnung, das ist ganz eigenartig hier oben. Okay, warte mal. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Wie sieht es so mit Iron aus? Iron sollte eigentlich genug da sein. Da hinten noch also du meinst geschmiedetes da? Ja, das ist schon wieder so leise. Also in der Crafting-Ressource sollte ein bisschen drin sein, ansonsten könnte in der Forge noch was sein. Ey, du bist doch ein... Oder du musst halt anschmeißen. Da oben ist nichts. Mann. Ach Gott, das kostet ja überhaupt nichts. Na, machen wir noch 20 hier. Ist ja nicht schlecht. Ja, eben. Tragen kannst du ruhig anschmeißen. So, 100 oder 200 Stück. Ja, dafür müssen wir, glaube ich, mal wieder ein bisschen Clay. Ich pack da mal wieder ein bisschen Clay rein. Ich bin hier gerade schon auch wieder ein bisschen am Schaufeln. Bin ich eigentlich schon wieder mal? Nein, ich meine, wir müssen wieder ein bisschen was einschmelzen hier. Ach so, ja. Aber das geht ja zum Glück parallel. Parallel. Grandpa's Learn Elixir Receipt. Reading the receipt will teach you how to craft this item. Lernen. Egal, ich lerne das jetzt. So. Verrückt. Jemand eine Sonnenbrille? Ja. Sieht man bei mir eh nicht bei diesem Helm. Diesem Ölm. Ich hab ne Granate gefunden.
Ach, was fehlt denn jetzt noch? Leder habe ich, Klebeband habe ich, Holz habe ich Ach, du kriegst ja die Tür gar nicht zu. 50 braucht man für eine. Ja, die Tür gar nicht zu. Dann muss ich noch mehr bauen. Ich hab eine Rohrbombe. Gut, okay. Einfach ein bisschen Abstand halten ab sofort, Uni. Dynamit im Zweifel. Und eine Granate. Auch im Zweifel. Da kommst du mit deiner einen Rohrbombe nicht weit. Goya? Ja, bitte. Nächster Haus. Hier steht ein riesengroßes Haus. Mehrfamilienhaus. Das könnte gut sein. Ich wollte hier zu diesem Shop da drüben. Das sah mir irgendwie nach Gun oder irgendwo. Mal gucken. Da steht Pornshop drauf, glaube ich. Nein. Das ist kein Porn. Das ist... C-A-W-N. Das ja. ist The Beer Den. Das ist leider... Ja, Bierporn. Bierporn. Also, ich, weil hier Bärentreff. Ist tatsächlich ein PAWN-Shop. Direkt nebenan, neben dem Haus. Ja gut, ist ja auch jetzt nichts Deswegen Unnormales. Dachte ich, du wolltest da rein. Ja, geh halt. Wenn dir es da besser gefällt, dann... Hier ist einfach nur eine Kneipe. Ach, alle. Weiß nicht, ob ich in eine Kneipe... Nee, ich gehe jetzt nicht in eine Kneipe. Ja, komm her. Bin ich in Stimmung, jetzt in eine Kneipe zu gehen. Oh ja. Zwischen Leber und Milz. Hier ist so ein Shop mit vergitterten Fenstern. Das könnte ganz gut sein. Na, dann schauen wir mal. Mach mal die Türe auf, ja. Soll das langsam trinken? Ja. Immer langsam trinken, sonst stößt man so auf. So. Du benutzt stilles Wasser. Ich habe gerade vom Bier gesprochen. Ich glaube, stilles Bier gibt's noch nicht. Doch. Boah. Nennt sich schales Bier. Boah, wie widerlich ist denn der Gedanke? Neues Free. Zapfen so in der Schale überbleibt. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, Neues Free. Dankeschön. Hab ja. einen schönen. Ich nenne dich ab jetzt noch Captain Shank verloren. Wenn du da ein bisschen Platz machst, kann ich auch mitschießen. Ja, ich kann nicht weg. Mal weg, der Kopf. Eventuell habe ich den Kopf geschossen. Okay. Da war noch ein bisschen Kopf dran. Ich habe das gerade mal weggemacht. Da war noch ein bisschen. Was zum Teufel ist Lamaretto? Lamas mit Amaretto. So war meine Reaktion. Ich muss gerade herzlich lachen. Lamas mit Amaretto. Ah ja. Ach, wie schön. So, jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwo ein Safe ist. Guck mal, hier hätten wir sogar durch eine Tür reingekonnt, die offen ist. Ja, Herz aller Liebst. So, was aber auch. Wir nehmen einfach die andere Eingangstür. Aber was ist denn das für ein Kackladen? Hier ist überhaupt nichts drin. Warte mal, da oben ist eine Kiste. Es lebt ja auch keiner mehr, der was verpfänden könnte. Das stimmt. Da oben sind die ganzen Sachen. Ich hab Gammelfleisch gefunden. Yeah. Und eine zerstörte Chemiestation. Der Kopf hat mit einem angeschissen. Lass mal gucken. Zwei. Wirklich? Oh, zwei. Na, ne? Jetzt will ich aber ein Danke hören. Übelst Weltraum. Die ist im Weg. Echt jetzt? Ich fand das da so schön im Weg. Oh, Kopf. Gehen das hier. Also. Lamaretto ist ein Marzipanlikör. Ich soll das erklären. Ja? Ich soll das erklären. Ich habe es getan. Was hast du erklärt? Lamaretto? Lamaretto. Marzipanlikör. Du hast gerade Amaretto erklärt. Nee, Amaretto. Ja, aber Amaretto ist ein Mandellikör. Und Amaretto ist süßerer Mandelsahne-Likör mit Marzipan. Oh! Hilfe! Problem! Das, wo bist du? Garage? Garage? Wo ist denn die Garage? Ohne Scheiß. Stimmt, was der Onkel gesagt hat, weil das klingt nämlich ganz schön ekelhaft. Fand ziemlich süß. Das klingt ja, verdammt süß. Ich hatte Amarette schon immer viel zu süß und dann macht man das noch süßer? Um Gottes Willen. Bei HP. Ja, aber Amaretto schmeckt doch auch schon nach Marzipan. Aber Marzipan schmeckt richtig gut. Ja, ne, ja, Amaretto schmeckt zunächst mal, ja, es schmeckt schon auch nach Marzipan. Das ist korrekt. Ja, weil halt Mandel. Ja.
Ja, und Lamaretto ist jetzt noch süßer als er sowieso schon ist, das Zeug. Ja, also es ist auf jeden Fall das aus dem Kopfschmerzen sind, wenn man zu viel von trinkt, aber man kann es schon gut schmucken. Oh, Kacke. Hier oben ist Party. Was ist das? Hä? Ich bin 25 Mal ins Gesicht. Google kennt das gar nicht. Die korrigiert das automatisch auf Amaretto. Da liegen. Bequemer. Hier seitlich ist noch so ein Trepp. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Das ist irgendwie Amaretto für die Gastheniker oder so. Haben du mal lieber. Oh ja, ich hab ein Safe. Den mach ich ja schon. Was hast du? Ein Safe. Das ist schön. Wo denn? Oben oder? Nee, da wo ich gerade quasi schreiend rausgerannt bin. Ja, hinter der Kasse. Ich würde echt gerne zu dir kommen, wenn ich wüsste, wo du bist. Komm sofort, warte. Ich schätze, du bist hier hinter diesem Zaun. Ja, so. Aber das gibt's gar nicht überhaupt überladen. Nicht. Das ist einfach nur ein selbst erfundenes Wort. Mach mal die Tür auf. Ja. Ich dachte doch, die Kasse nie auf. Ich klopf mal an. Nee, nicht zu, meine ich. Ja, mach mal auf, meine ist kaputt. Kann ich reparieren. Scheiße. Ich kann dir jetzt gleich auch Lockpicks geben, wenn du möchtest. Dann kannst du die öffnen. Kannst du mir einen Stein geben? Hast du zufällig einen Stein dabei? Ja. Das ist sehr nett. Da bitte, die Tür ist offen. Da ist Stein. Wie edel. Ja, wenn du Lockpick hast, dann probier's. Warte mal, ich hab selbst welche. Ja, warte, in die auch noch. Dann hab ich ein bisschen Platz weg. Ja, ich mach's gleich. Sekunde. Es pickt gerade. Uni heilen. Ja, Uni heilen. Wenn du was zu essen hast, ess mal was. Der HP kann hoch, aber ich hab... Nee, ja, wenn du was isst, kriegst du auch HP. Jetzt fängt der auch schon an. Nee, ja. Aber ich dreh das mindestens um. Granate! Oh, war jetzt nicht so der Burner. Besuch! Oh, nein, nicht Steine einschmelzen. Warum schieße ich durch die durch? Was ist da los? Einander durchschießen. Oh, leck mich doch am Arsch. Am Arsch lecken. Ja, jetzt bin ich schon wieder überladen. Wie geht's dir so? Voll. Voll. Brauchst du noch Eisenstiefel? Nö, hab ich. Voll übelladen. So was von übelladen. Ich hab auch noch einen Molotow-Cocktail. Oh, die sind schick. Wenn sich die Zombies bei den Nächten so schön auf einer Stelle sammeln. Ja. Ja, Molly war in Ruhe ist. Achso. Ich weiß ganz genau, was passieren wird. Ich möchte das nicht. Ja, gibt bei manchen Personen auch warme Füße. Ja, irgendeiner versucht das da durch diese, ne, durch die Frames durchzuwerfen. Das klappt wieder nicht. Alle stehen in Flammen, Panik, tot und. Alles steht in Flammen. Die Welt geht unter. Ja, so läuft's doch. Okay, gut, danke. Oh Gott, was ist denn hier noch alles? Ihr kennt noch meine Schweine am Gang. Warst du schon auf dem Dach, Koja? Nee, da wollte ich hin. Dann hast du geschrien. Hier ist so eine Außentreppe. Da habe ich auch schon aufgemacht fürs Dach. Bin auf dem Dach. Aber hier ist auch Party. Auf oder im? Also Obergeschoss oder... Auf. Auf. Ah, ich bin im Obergeschoss. Hör auf, hier alles zu wecken. Entschuldigung, wenn ich hier mich mit Zombies... Und mit ich bin hier in der Party-Etage, ich möchte in Ruhe Party machen, ja? Dann mach doch Party. So, hier liegt eine Lampe und geht's nach unten. Katanis? Mhm.
Sie müssen hier langsam mal wieder den Kochlöffel schwingen. Ja, das Problem ist nur, dass wir gerade kein Fleisch haben. Das ist doch gelogen. Ja, ein bisschen ist noch da, aber... Warum haben wir kein Fleisch, Xar? Wer ist hier der Fleischverantwortliche? Weil irgendwer hier die Mauern repariert und neue Mauern aufstellt, während andere da irgendwo in der Stadt rumbummeln. Bummeln. Bummeln? Bummeln. Bummeln? Der hat gesagt, wir bummeln. Nicht bummeln. Nicht bummeln. Bummel. Bimmel dir gleich mal was. Dann hat dieses Rumgebimmel hier. Aber ja, sobald ich jetzt hier Bimmel gesagt. Flitzt sich morgen los und guck, was da so durch die Gegend kreucht und fleucht. Bei mir flitzt auch gleich was los. Oh, Uni nicht hinter ihm laufen. Bimmel. Wie ist denn da oben auf dem Dach so? Da war nix. No, hier auch nicht. Ja, fertig. So war das doch gar nicht so schlecht. Wir haben nichts und dazu haben wir noch nichts dazu bekommen. Geh mal runter da! Hast du hier schon wieder die komplette Stufe demoliert oder was hast du hier gemacht? Nee, das war schon kaputt. War ein Zombie. Wir haben nichts und dann haben wir noch nichts gefunden, jetzt haben wir gar nichts. Da müsst, waren wir schon. So. Ja, ich. Ah. Hier ist ein Rucksack. Guck mal einer, schau. Oh ja. Ich muss heim, ich bin so überladen. Außerdem sagt Xa, ich bummel. Jo, wenn du überladen bist, bummelst du noch viel mehr. Ich erschieße ihn jetzt. Ich muss jagen gehen. Ich hab ne Waffe. Ja. Ich schieße aber nicht weit genug. Hast du was gerade auf mich gelassen? So. Ich hänge hier. Ich wollte doch eigentlich nur laufen. Und mir nebenbei was einschütten. Klar, wahrscheinlich laufe ich jetzt gleich wieder in Minen. Geht doch wieder alles schief, ich weiß das. Und warum schaut der in die falsche Richtung? Okay, ich bleib stehen, während ich mir was einschütte. Hat hier gleich mal irgendjemand auch einen Rifle für mich? Also mal einfach nur was, um was zu testen? Weiß ich, hab nicht zugehört. Ein Hunting Rifle. Doch, ne, hab ich nicht. Ich hab eins, aber das ist putt. Abschmisch. Das kannst du gerne nehmen. Musst du dir vorher reparieren. Ja, gut. Ist auch nur Level 1 und ich Munition habe ich auch nicht. Aber ich. Weil ich hab nämlich ein 8-mal Visier gekriegt. Das würde ich dir ganz gern abnehmen, weil ich jagen gehe. Abgelehnt. Du kannst es 4-mal haben. Er ist so nett. Abgelehnt. Ne? Der macht die ganze Zeit nichts und will dann den Looter noch haben, ne? Ja, der macht die ganze Zeit nichts. Dann ja, gibt's klar. Da nichts zu fressen, wenn achso, ich ja, kann. Klar, ja, das stimmt. Weißt du, er macht nur Müll, reißt unsere Betten ab. Ja, genau. Der kriegt ja? Heute jetzt einfach mal nichts. Ach ja, übrigens. Das werde ich dir nie verzeihen, Xa. Hat jemals ein Satz, den Xa so begonnen hat, gut geendet? Nein. Ich glaube auch nicht, oder? Nee. Ich glaube auch. Ja, übrigens. Oh. Da kommt dann entweder, ich habe das schon längst gefunden, ich habe das schon gebaut, ich war da schon mal irgendwo, oder Achtung. Aber das Achtung kommt so spät, dass man halt... Übrigens, ja. Lag eine Mine. Ja, übrigens, da sind Minen. So, übrigens, genau, ihr so diese eure Kategorie. Schlafsäcke wieder neu hinsetzen müssen, ne? Ja, ja, genau, diese Kategorie ist es. Da halt kann ich ja nichts für, wenn der sich danach eine Sekunde... Nein, da kannst du natürlich überhaupt nichts für, dass du unsere Schlafsäcke abgerissen hast. Natürlich kannst du da überhaupt nichts für, dass dir das 10 Minuten nach dem Login einfällt. Du brauchst dich überhaupt nicht ausreden. Da kann ich nichts hinbauen. Also eigentlich mögen die sich. Nee, wer sagt das? Ich hab da so einen O-Ton von dir im Kopf beim Arcade-Stream. Also eigentlich mögen die sich. Alles gelogen. So Rüdiger Hoffmann, also, ja, hallo erstmal. Weiß ja nicht, ob sie es schon wussten. Ihre Betten sind weg. Oh, und da vor der Tür liegt eine Mine. Genau die. Ja, okay. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber wir wissen jetzt, dass es funktioniert. Aber es ist eine gute Verteidigung. Finny? Ja? Ich hab den Mod-Tag der Gerechtigkeit. Überleg es dir. Verflucht noch? Ach da. Ich
Brauch nur abdrücken. Wollte mich doch gerade schon wieder aufregen. Au! Was ist das? Jetzt hört auf, über den Haufen zu schießen, denn wir haben sowieso kaum Munition. Tippi aus hier. Hast du das Hunting Rifle zufällig schon in die Dingens gelegt? Na, selbstverständlich nicht. Ja, dann tu das doch einfach mal bitte. Ja, dann geh da raus. Ja, Sekunde. Licht drin. Ja. So ein Fahrthelm? Nee, ist ne. Die Haare wachsen durch deine Mütze. Aber, ja, ich habe auch erst gedacht, der hat einen Fahrradhelm, aber es ist dieser Dingsbumshelm da. Diese. Ich habe eine Lampe an meinem Helm. Ja, was hast du? Eine Lampe an meinem Helm, aber ich habe die modifiziert, dass das anders aussieht. Deswegen siehst du das. Das ist Hippo. Verrückt. Ja. Wir sind nur Verrückte. Ich weiß das. Das weiß das, ja. Oh, jetzt kann ich die ganze Scheiße schon wieder sortieren. Ist doch toll. Tja. Jetzt mal diesen Britzstab hier raus, den braucht kein Mensch. Ich habe da so ein komisches Ding gefunden. Da ist ein Stöpsel drin. Wenn ich den ziehe, dann zischt's und. Ich wollte das mal zuwerfen. Darf ich? Abgelehnt. Da? Hm? Gott liegt im. Warum? Er hat einen Sekt gefunden. Warum willst du denn keinen Sekt? Ich hab Sekt gefunden. Der Knallsekt. Ich habe ganz viel verrottetes Fleisch für dich. Was ist hier? Vier oder was? Nee. Ich hab eins. Kannst du kriegen? Ich hab zwei, siehst du? Irre. Hier ganz rechts in die Kiste, bitte. Ganz rechts in die Kiste. Ja, dann. Neben das Nitrat. Nee, ich schmeiß das einfach so da rein. Du darfst das schon mal wieder ein paar Plots zusammen. Ist das eigentlich schon reif da oben, das Zeug? Reif. Nee, ich hab trübes Wasser mitgebracht. Da kannst du wieder kleben. Huch! Alter, wer baut eigentlich so beschissen die Leiter? Xar. Ich hab die extra ein bisschen reingesetzt, damit man nicht gleich Wunder fällt. Ach, übrigens. Aber die hat Xar tatsächlich so beschissen gebaut. Ich baue da gleich mal oben so eine Mauer hin, damit man da nicht sofort runterfliegt, wenn man da mal drüber lacht. Ich baue jetzt nichts mehr. Nur Gemecker, ja. Ich hab übrigens eine Eisenspitzhacke gefunden. Wenn du dir die reparieren machst, Ippo, kannst du eine weniger bauen. Huch, jetzt hab ich diese scheiß Topfpflanze hier eingesammelt. Setz aber mal wieder schön dahin. Ja, setz sofort die Topfpflanze da wieder hin. Na, übrigens, hab, hier ist in der Werkbank ist eine Spitzhacke für euch fertig schon mal. Spitzhacke! Ciao! Oh, die ist ja sogar Stufe 4. Huiuiui. Was ist denn Insulated Liner Mod? Cold Resist, Heat Resist. Ja, das ist. Ja. Gegen Kälte, ja. Brauche ich nicht. Hier ist eh immer zu heiß hier. Oh, aber abends kann man sich schon ganz schön den Hintern abfrieren hier. Wer möchte denn Power Doors and Bridges Schematic lernen? Dann geht das einfach mal in die Blueprint. Power Doors? Ah ja, das wäre glaube ich was dann für mich. No, das klingt sehr elektrisch. Ja. Mach's in die und blaue. Die Brückenbauer lernen dann auch sofort mit, oder? Powered Doors and Bridges. Wer ist denn mit? Beides in einem. Ach so. Ich dachte, das wären zwei. Dann sind das ja vermutlich dann auch Powered Bridges. Ist doch super. Dann kannst du die schon mal direkt basteln. Nein. Natürlich direkt, nicht. Ganz bestimmt. Können wir das aus out of the box direkt mal bauen können. Das ist doch fantastisch. Locker flockig. Eine meiner leichtesten Übungen. So, ich hab's gleich. Ja, ich schau mal, was das kostet. Ich vermute mal Stahl. Ich vermute auch mal recht viel, aber schauen wir mal. Da? Ja. Ich hab dir das viermal in die Kiste gelegt. So, Uni, in einer Minute ist deine Spitzhacke fertig und deine in dreieinhalb Minuten, Xar. Ah ne, stimmt gar nicht, viereinhalb Minuten. Ich hab eine. Ja, aber die ist Qualität 4. Okay, dann nehme ich deine gerne. Dann baue ich meine auseinander, ja? Machen Sie das so. Habt ihr nicht außen schon mal die Mauer gesehen, die Xada zieht? Ja, ja. Findet ihr das vom Abstand okay, ja, ne? Sah gut aus. Ich habe Reinforced Drawbridge.
braucht 100 geschmiedetes Eisen, 1000 Holz, 20 Schrauben. 1000 Holz ist kein Ding. Schraubenfedern brauchst 20. Da müssen wir mal gucken, könnte aber gehen. Mechanical Parts brauchst 30, Electrical Parts auch 30. Geht aber auch. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt klingt es easy. Also die Federn weiß ich nicht, ob wir sie haben. Ich gehe gerade mal gucken. Doch, Federn sollte, glaube ich, entweder in der Kraftkiste oder in der Fahrzeugkiste. Ja, aber um 30. Kann man auch relativ. Soll ich das Ding gleich bauen mal? Wie viel brauchst du? 30? Hier sind noch 80 Stück in der Waffen- und Munitionskiste. Ich hab schon. Genug, danke. Dann nehme ich mir das Holz. Schraubenfedern brauchen Kohlebrocken und geschmiedeten Stahl. Geh da mal raus, bitte. Howard. Drawbridge. Geschmiedetes Eisen. Haben wir das noch irgendwo oder muss ich das auslassen? Das wird gerade geschmiedet. Oh, das braucht noch lange, ne? Ja. Und da kommen auch nur 58 raus. Warte mal, da geht aber noch mehr, oder? Ich hab ja gerade schon über 200 verbaut. Ich mach nochmal 100 an. Die Spitzhacken sind halt echt teuer. Das braucht echt lang. Wollen wir noch eine zweite Forge bauen? Ja. Ich würde drei bauen. So. Wir brauchen später ja auch noch eine Forge für Zement, also um die Steine zu schmelzen. Okay. Da ist eine unbenannte Kiste und das tue ich gerade mal rein, was ich für das Bauen brauche. Ne? Nicht wundern. Na ja, dann machen wir uns die schöne Zugbrücke in elektrisch. Finde ich cool. Dann Forge. Was brauchte die? Blasebike, ne? Oder? Mal gucken. Ja, Forge braucht Blasebike. Aber ich gebe zu bedenken, wir haben noch nichts, was Energie erzeugt. Ihr braucht den Blasebike nicht. Für die Forge braucht man keinen Blasebike mehr? Nee. Eisenrohr, Klebeband, Leder. Klebeband, natürlich Klebeband. Forge schon mit dem Klebeband außenrum. Lehmige Erde, 60 kleiner Stein. Okay. War nicht so ohne. Ja, Himmel, Knorz und Knüspel. Da. Ich habe übrigens noch 10-mal Klebeband in der Tasche, wenn du brauchst. Ja, brauche ich. Pack ich bei Crafting Material rein. Wo bleiben die Fails? Mach mal den Stream nochmal von vorne an, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich habe einen Opener-Fail hingelegt. Am allerfeinsten. Bin immer noch stolz. Ja, Lehm. Schuld. Ja, und Xar, also eigentlich hat Xar gefällt, wenn man ganz ehrlich ist. Lehm haben wir keinen mehr, wa? Ich schätze, du hast die. Ich hab gerade wieder ein bisschen gebuddelt. Ja, bist du noch unten oder wo kann ich ihn holen? Ja, aber ich komme jetzt rein. Das ist gleich okay. Oh ja, das sieht doch gut aus mit der Mauer. ja, hat er gesagt, nicht ihr Jein. Meine Kinder, ihr kommt doch mal rein, wenn es dunkel ist, ne? Ja, genau. Um 10 Uhr ist hier. Ne? Wenn die Laternen angehen, spätestens dann seid ihr drin. wenn die Bordsteine hochklappen. So. Ey, geht doch. Ja. Ich hab nur Eisen reingelegt, ich bin schon wieder weg. Nö, jetzt brauche ich nur noch Eisenröhre, da auch. Okay, soll ich gleich zwei Forges bauen? Ja, wie gesagt, wir brauchen später eine für Zement und jetzt noch eine zweite für Eisen, also wenn ihr schon bei bist. Zwei Stück kann ich bauen, dann reicht's Klebeband nicht. Oh, nee, warte mal, Klebeband. Ich brauche noch ein Klebeband. Hat noch einer? Nee. Nein, ich habe keins mehr. Oder doch, nee, passt. Ist in Ordnung. Zwei Depot? Stück kann ich bauen. Dreh dich mal einmal um. Oder guck mal eben, ob jetzt am Helm was leuchtet. Ja, aber ja, da ist eine Lampe dran, ne? Und jetzt leuchten beide Sachen? Nee. Nur eine Bummersbaumkugel. Dann könnte jemand von mir aus gerne die Beleuchtung für die Waffe haben. Gnädig. Hätte eher die andere genommen für die Mine. Finde ich aber auch, dass die Ippo gehört. Ja, von mir aus. Es sei denn, ich meine, du bist ja auch häufiger in der Mine, ne? Aber. Ja. Xar, hast du schon deine Spitzhacke? Nein, habe ich mir noch nicht rausgenommen. Ich lege jetzt mal die Waffen dort raus. Eigentlich wäre es echt gut, wenn wir einen Mineneingang innerhalb der Basis hätten. Achso, doch mal nachts buddeln können, ja. Macht eigentlich Sinn. Ja, können wir ja noch machen, ist ja nicht das Ding. Das Problem ist nur. Wie sichern wir das ab, dass. Zombies uns nicht gleich in die Putze rennen, wenn die unten mal durch sind. Wieso durch sind unten? Die Mine rein sind. Ja, weil wenn wir von hier aus, also von der Basis runter wollen, in die Mine, müssen wir uns ja eine Treppe runterbauen oder eine Leiter. Mit so einer Falltür, mit so einer Eisenfalltür hier oben. Ja, ganz ehrlich, wenn die. Also wir machen das sowieso erst, wenn die zweite Mauer steht. Mhm. Also und die Waffenbeleuchtung liegt in der Kiste.
Die Zombies wollen ja immer zu uns, Xav. Mit der Waffenbeleuchtung kann ich nichts anfangen. Okay. Xav, ja, weil ich, wenn ich in der Mine bin, habe ich ja eine Spitzhacke in der Hand. Dann bringt mir die Waffenbeleuchtung nichts. Ja, ja, ich wollte aber gleich auch wieder in die Mine zurück. Ja, ist ja gut. Alles gut. Muss mir das nicht geben. Ich wollte nur damit sagen, dass ich mit der Mod nichts anfangen kann. Kann man die überhaupt, kann man die an die, Kannst du ans Sturmgewehr und so bappen, wenn du willst. Da kann man die auch an die Falltür oder einen kleinen Eingang bauen. Ja, genau, das werden wir machen. Mining Helm. Ja, woher nehmen wir nicht den? Kann man den denn herstellen? Muss mal gucken. Kann man, ja. Ja, brauchst aber auch ein Rezept für. Fantastisch. Bauhelm, ja, der ist noch nicht freigeschaltet. Was habe ich denn? Kann ich denn hier irgendwie mal da... Ich kann Munition herstellen. Ich würde sagen, Hippo, guckst du in die andere Richtung? Soll ich... Habt ihr... Wer braucht denn Munition? Oder ist da jeder versorgt? Also ich habe jetzt noch 73 Schuss für die Schrotze. Danach bin ich blank. Ich könnte... Oder habe ich noch was? Kann ich nicht. Ich kann die 7,62 und die 9mm. Würde ich 7,62 würde ich nehmen. 9mm habe ich 140 Schuss. Brauchst du die? Also Pistole brauche ich tatsächlich relativ häufig. Okay, gut. Dann und in der Kiste liegen aber auch noch 70 Koja. Ne, die habe ich schon genommen. Ich kann dann dir gerne noch was geben, aber aktuell sind wir die einzigen, die 9mm brauchen. Und dann baue ich halt die 7,62 ein bisschen. Brauchte ich dafür noch? Die Lampenmod geht nicht nur an Waffen, sondern auch an den Helm. Echt jetzt? Oder ein Hippo, schau mal. Echt? Weil ich habe extra eine Helm mit. Geschossspitzen haben wir keine. Ich schätze, uns fehlt dann... Die kannst du dir, glaube ich, aber auch schmelzen. Du musst Blei in die Fort schmeißen. Dann soll das für die glaube ich, machen können. Dann haben wir keine gefunden, oder? Geschossspitzen. Habe ich jetzt zumindest keine mehr gesehen. Weil ich habe einen Helm mit Lightmod. Kannst du denn deine... Das Problem ist, ich habe gar keinen Helm, der wo eine Modifikation reingeht. Warte, in der Kiste müsste Lederhelm liegen, da geht's mit. Lederhelm. Nee, aber ein Ballcap ist hier drin, damit geht's. Ja, die Ballcap ist eine Modifikation. Achso, okay, dann geht's damit. Eine optische, weil ich habe einen Eisenhelm auf, den ich nur zu so einer komischen Cappy verformt habe. Was ist denn mit dem Footballhelm? Hat der einen Modslot? Okay. Eigentlich schon, zumindest konnte ich mal aus dem früher immer den meiner Helm basteln. Aus dem Footballhelm? Footballhelm und eine Lampe konnte man früher den meiner Helm basteln. War das wirklich der Footballhelm? Da ist so eine Lederkapuze drin. Hippo. Und die kannst du auch modifizieren, die Lederkapuze. Die mach raus, du musst sie halt rausnehmen, damit du es siehst. Ins Inventar nehmen und dann siehst du es. Ja, der Helm geht auch. Dann nimm doch den Footballhelm. Ja, mal ja. Und nimm die Ballcap mit, weil sonst rennst du die ganze Zeit mit dem Lederhelm rum. Die Ballcap kannst du das Ding so aussehen lassen, dass es eine Ballcap ist. Aber verrückterweise geht das Weapon Flashlight da nicht rein. Komisch. Ja. Hä? Was ist denn hier, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Bei der Forge, die ich gerade aufgebaut habe, kann ich den Blasebike als Mod mit reinnehmen. Und dann schmilzt die x-mal schneller. 50% schneller. Richtig, bei denen, die ich gerade gebaut habe, bei der, die schon steht, kann ich es aber nicht reinsetzen, weil ich hätte sonst gerne in die Eisenschmelze reingetan. Also, weil die läuft? Ja, du musst die eine, also die darf nicht laufen. Die andere läuft auch. Da oben ist es nur, hier oben, hier bei der hier, sind oben die Dinger abgeschlossen. Und bei der hier, die läuft auch. Ja gut, die produziert. Wahrscheinlich, warte mal, die produziert, ja, genau, das produziert. Wird sein. Also sie darf. Ja, okay, die produziert. Ja. Einschmelzen geht, aber produzieren geht nicht. Ja. Okay. So. Matze, hi. Wo lege ich die denn hin? Hallo Lala. Was gibt's da sonst noch für Modifikationen? Eine kann ich nicht entziffern, das andere ist der Amboss. Den haben wir aber auch noch nicht, den Amboss. Das eine wird so der Schmelztiegel, glaube ich, sein. Den kannst du aber, sofern sich nichts geändert hat, nur finden. Wo war denn jetzt das Autoteil, was ich hatte?
So, Geschossspitzen haben wir nischt. Kann ich die hier herstellen? Geschiss. Eisengeschoss, Geschossspitze, hier kann ich sie herstellen. Nee, was ist denn das? Ja, das ist wahrscheinlich dann doch hier. Da. Geschossspitze. Hm. Komm mal raus. Man braucht auch wieder Clay. Oh. Moment. Da kommt eine Schreierin. Ah. Kann sie mal kurz entsorgen? Ich komme nicht so weit mit meiner Waffe. Was da unten steht? Doch eine, oder? Es ist keine. Naja, das ist keine Schreinerin. Das ist eine normale. Keine Schreinerin. Keine Schreinerin. Schade. Ja, ich kann sie. Ich wollte gerade einen Tisch in Auftrag geben da unten. Immer alle, kommst du mal hoch, ne? Machst du mal einen Tisch. Das ist keine Schreinerin. Ach, wie geil. Ja, kannst du machen nix, ne? Nee. Deswegen pennen wir auch auf dem Boden. Gibt einfach zu wenig Schreiner hier. Genau. Den kann man bauen. Auf was war das noch bezogen? Guck mal, beim Händler wegen dem... Ja, wir müssen unbedingt noch zum Händler auch mal. Das ist richtig. Wir haben ja aber ohne Moos nichts los, ne? Ja, müssen wir halt was mitnehmen, was wir ihm verkaufen können. Der Xa hat ja schon so eine Verkaufskiste eigentlich angefangen. Da jede Menge drin. Gibt's ja keine, ja, schade. Ja, da habe ich bisher nur Geld gelegen, aber da kann man auch Zeugs reinschmeißen, was man auch irgendwie wegbimmeln kann. So, die Drawbridge. Och du Scheiße, okay. Also die belegt jetzt 18,5 Minuten die Werkbank. Oha. Ja, ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht doch noch eine zweite aufstellen, um irgendwie Steine oder sowas durchjagen zu lassen, dass wir unsere eigene Craft Crew hier zulegen. Was brauchten die nochmal? Also ich gehe jetzt gleich übrigens erstmal in die Wüste und besorge Sand für und mache dann ein paar Gläser und schmelze dann jede Menge Klebe zusammen. Ja, und ich verschwende zum Jagen. Schmiedetes Eisen, Mechanical Parts, Schraubenschlüssel, Klauenhammer, Holz. Boah. Die Mine geht. Sollte, glaube ich, alles vorhanden sein. Also eine zweite ginge schon, nur ich habe so langsam ein Problem mit unserem Platz hier, ne? Wir sollten unser Haus bald ausbauen. Ja. Können wir noch eine Etage draufsetzen. Das sind deine komischen Beete. Ja, drei Stück. Ja, das sind 100 Spielstunden wegen der seltenen Gammelfleischdinger. Ja, du kannst ja so einen kleinen Beete-Balkon lassen oder so. Kann. Das heißt nicht ein Beete-Balkon. Ja, ein Beete-Balkon. Kannst du hingehen und beten. Naja, wir können ja quasi, wir können ja auch noch breiter werden. Wir können ja quasi gleich bis zu der Mauer rüber bauen. Ja, dann hat die Mauer voll Sinn gemacht. Wieso? Ja, es geht ja genau darum, ein freies Feld zu haben, was man dann vollpflastern kann mit Spikes, wenn die denn durch die Mauer brechen. Ja, das bleibt ja auch. Du baust ja in der Höhe darüber dann. Und dann schießt du nicht mehr nach unten. Ja, du kannst ja einen Laufsteg dazwischen machen, so quasi, dass du runterschießen kannst weiterhin mit Hippo mit Eisen. Baut. Das Laufsteg. Das Laufsteg. Oh Mann. Jetzt sind sie doch nur noch dumme Kommentare. Oh ja, heute ist... Kann ich denn hier gut, so wir kaputte haben Sachen unten ja noch eine Steinfläche. Oh. Die könnten wir ja einfach mehr oder weniger starken und hochziehen. Dann haben wir ja praktisch das Doppelte nochmal neben dran. Das stimmt. Welches Getränk hilft nochmal gegen Hitze? Ist das der rote Tee gewesen? Ne, der rote macht, glaube ich, warme. Das wäre schlecht in der Wüste. Also guck mal drauf, ich hab's jetzt echt nicht mehr genau im Kopf. Dann kann ich jetzt den Stein, die Steinaxt wegpacken, ne? Oder brauche ich die noch für Holz? Mhm. Wenn ich die Eisenspitzhacke habe. Ja, aber da wir Holz eigentlich nur mit der Kettensäge holen gehen, kannst du ja eigentlich bedenkenlos zerlegen. Und zur Not ist ja auch schnell wieder eine gemacht. Unibert, bitte. Unikowski, können Sie bitte Ihren Schlafsack woanders hinlegen, weil da würde die Werkbank gut hinpassen? Nein. Ja, dann reiß ich ihn ab, dann hast du keinen mehr. In 3, 2, 1. Mottek der Rechigkeit. Ich hab ne Kanone, der Rechigkeit. Ach, lass mal das.
Gelblich, danke für den Follow. Und The Redman, auch ebenso. Viel Spaß euch. Genau, ich mache einen auf Xar. Ich reiß jetzt auch mal. Ich reiß jetzt auch mal hier alles ab. Dann können wir da die Werkbank hinstellen. Boah, die braucht ja auch so lang zum Herstellen. Boah. Und. Oh, ich habe eine Doppelpflanze hier noch. Ich hatte vorhin die Doppelpflanze im Verdacht, dass die Add-ons hier blockiert. Moment. Ja, dann keine Mods rein, weil die Pflanze draufsteht. Ja, ich hab alles für möglich gehalten. Ja, das stimmt schon, weil in der S2 war nie so genau. So, das kann wieder zurück. Das Messing, das können wir eigentlich gleich nochmal einschmelzen da. So, wir bauen nochmal unsere Waffen. Geht auch wieder zurück. Bitte? Wer baut unsere Waffen? Pistole baue ich. EZ, machst du mal die. Und das ist ja alles verteilt. Rifles und so. Was mach ich mal? Ja, den Gegner unten das wieder fertig. Xar. Ja, wenn du mir kurz Leuchtturm tust, dann mach ich das. Wir haben einen Xar, komm mal eben nach oben. Was denn jetzt? Hier da. Guck mal, ob du hier in der Modkiste das zweimal Scope Cinematic lernen kannst, weil dann könnten wir uns alle schon mal zweimal draufsetzen. Das ist deutlich angenehmer zu zielen. Ich brauch das nicht, ich habe eine Schrotze. Ja, okay. Ich brauch auch keine. Ich hab überhaupt kein Jagdgewehr, ich krieg sowas ja nicht. Nein, ich meinte jetzt auch auf die AK oder so. Ich habe auch keine AK, ich habe nur eine Pistole. Ja, für AK, die sind alle kaputt. Repair-Kits haben wir doch jede Menge. Ja, ja, aber das sind alles 1er AKs. Was will ich denn da mit diesen... Eine 2er ist dabei. Oh, bleib ich lieber bei meiner 4er Pistole. Dann lerne ich das jetzt einfach mal, ja? Um zu gucken, was wir dafür brauchen, ja? Na gut. Ich kann keinen sehen. Kann euch gerade nicht folgen. Was? Wieso? Was? Wie? Wo? Es gab da wohl einen Fail zu Beginn des Streams. Nein. Nein, nein. Nein. Das ist ein böses Gerücht. Nein, nein. Überhaupt nicht. Was brauchen wir denn jetzt noch irgendwie zum Ausbau? Was fehlt also, denn? Also wir brauchen Unmengen an Steine. Also sprich Lehm und Erde. Gut, da ist Hippo ja jetzt unterwegs, oder? Du holst da ja 1000 Mal mehr raus als ich. Oder soll ich mit Hacken kommen? Weißt du, ich hol Sand. Gut, Sand. Ich geh in die Mine jetzt. Du gehst in die Mine, okay. Also dann könntest du noch Erde schaufeln. Ja, ich hole jetzt nicht den ganzen Tag Sand. Ich hole jetzt, was ist ich, so dass ich halt Wieser bauen kann. Ich soll Erde. Also, so als Information für das 2x-Scope brauchen wir Eisen, Kleber, Scrap-Polymer und noch irgendwie eine Kleinigkeit. Ja, gut, das haben wir auch alles da. Das ist nichts Teures. Außer Kleber. Ja, aber da Kleber siehst du jetzt dran. Das ist richtig. Jop, jop. Dass das alles so lang braucht, ja. Brauchen wir denn eigentlich noch Stein? Ja, wir wollen eine Mauer bauen. Ja, stimmt. Und unsere Putze ausbauen. Ja, ich gehe mit. Also ich schaufel dann jetzt halt ein bisschen. Hast du schon irgendwo Eisenschaufeln gebaut, Hippo? Nee. Oder? Ich kann in der Werkzeugkiste tun. Meine ich. Da liegt auch noch eine Stahlschaufel, glaube ich. Hä? Das ist ja jetzt nicht viel Munition, was ich hier machen kann. Schießpulver brauchen wir mehr. Okay. Was gut, ich brauche mal was geht. Können wir Schießpulver nicht einzeln herstellen? Ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich Kohle, ne? Müssen wir mal gucken, was Kohle gibt. Du brauchst die Chemiestation. Du wirst die Chemiestation brauchen. Und mit unserer Ausstattung hier dürfte das nicht gehen. Das könnte auch noch sein. Nitrat ist kein Problem, da hatten wir ja da vorne die Mine irgendwo markiert. Kohle hatten wir, glaube ich, auch schon gefunden, ne? Gerade hier Nitrat vor der Haustür, mehr oder weniger sehe ich gerade. Ja, ist ja super. Markier das mal irgendwie. Schießpulver, ich schau gerade mal, ob ich da irgendwie finde, wie man das herstellt. Schießpulver, ja, Chemiestation. Kohlebrocken und Nitratpulver brauchen wir dazu. Ja, und ach, warte mal, hier ist aber auch nochmal Schießpulverchen. Doppelte Menge ohne Chemiestation. Also du brauchst dann nur 2 Kohle und 2 Nitratpulver für ein Schießpulver. Und bei der Chemiestation brauchst du 1-1. Also insofern, wir können es herstellen. Nur ein bisschen teurer. Ja. Ja, gut, aber ist ja egal. Ja. Wo kriegen wir denn Kohle her? Kohle kannst ausbuddeln, also beziehungsweise im verbrannten Gebiet kriegst du das ziemlich einfach. Da musst du nur diese glimmenden Dinger kaputt kloppen. Es gab auch irgendwie, wir haben auch eine Kohleader irgendwo gesehen, Xar. Ich weiß noch nicht mehr wo. Stimmt, aber ich meine, das war auch irgendwo im verbrannten Gebiet.
Warum ist man eigentlich so unfassbar schnell durstig mittlerweile? Also war jetzt eigentlich einer, der Eisenschaufeln herstellen kann oder nicht? Ich muss das nachgucken, ich kann das jetzt auswendig nicht sagen, oder kann ich das so... Aber wir haben doch eine deiner Kiste irgendwo liegen, oder? Ja, wahrscheinlich kann ich die herstellen, ja, aber das braucht halt auch wieder ganz viel Klebeband und ganz viel, ne? Eisen, wahrscheinlich denselben Scheiß, den du für die Spitzhacke auch brauchst. Da liegt doch eine, da ist doch die ganz linke, oder nicht? Ich hab schon. Die rechte. Da ist auch eine Stahlschaufel sogar noch bei. So. Okay. So schnell man durstig ist, das ekelhaft. Ja gut, aber Getränke sind jetzt kein Problem mehr. Nee, aber man ist trotzdem mega schnell durstig mittlerweile. Ich war bei 80. Ihr dreht euch irgendwie im Kreis. Dankeschön, Bonn. Dankeschön. Das freut mich sehr. Ja, zack, waren 4 Stunden um. So ging es mir aber auch beim Stream. Das ist echt, das ist das Krasse. Weil halt auch so viele Fragen kamen. Und dann geht die Zeit weg wie nix, ne? Wie warme Semmeln. Mindestens. Okay, ein bisschen in die Wüste ist aber schon ein arschvoll Weg. Wem sagst du das? Ich bin da gespawnt, nachdem ich keinen Schlafsack hatte. Kann das denn? Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Die Welt ist verrückt. Verrückt. Nächsten Sonntag werden wir es wieder machen. Nächsten Sonntag geht's weiter zum Präparieren, wenn es irgendwie geht. Also, ne, ihr wisst ja um meine Situation momentan, ist schwierig, aber sieht momentan so aus, als hätte ich Samstag zwar keine Zeit, aber dafür am Sonntag, dann werden wir da wieder in der Werkstatt rumrühren. Wenn du mir ein bisschen Stein abgibst, oder wir hatten... Hat jemand schon Stein? Liegt nicht in der Ressourcenkiste noch was drin? Ich hatte auf nicht jeden alles Fall muss da Stein liegen. Ja, dann hole ich nur ein bisschen, dann kann ich gleich schon verkoppeln. So drin. Dann kann ich das mal schön verkoppeln. Matze ist dann auch wieder am Start. Ja, du musst. Denk an deinen Knebelvertrag. Kommt dann der große Brocken wieder, den zur Seite gelegt hat? Ja, da habe ich euch beim letzten Stream, vorletzten, auch irgendwann dem zuletzt schon was zugesagt. Ich habe den direkt nach dem Stream mir angeguckt. Ich nehme gerade den 6000er Stack, was soll's denn? Und der Fisch ging leider nur noch 1 Zentimeter weiter und danach nichts mehr. Ich werde euch das noch zeigen am Sonntag. Also ein Abgebissener. Ein Abgebissener. Das mache ich aber nicht während des Streams. Ich werde den Stein noch ein bisschen untersuchen. Vielleicht kriege ich das vorher noch hin, bevor ich den Stream anmache, um zu gucken, ob der irgendwie verdriftet ist. Manchmal teilt sich das Vieh halt auch bei der Verwesung und dann liegt ein Teil vom Fisch ein paar Zentimeter weiter. Aber es sieht nicht gut aus. Also es war ein mieses Ding. Das ist das, was ich während des Streams so gesagt habe. So, du musst einfach eine Wahnsinnsfrustresistenz haben, wobei ich bei dem Stück wirklich auch selbst enttäuscht bin, obwohl ich mittlerweile eine große Frustresistenz habe, weil da habe ich mir echt was erhofft. Noch auf der anderen Seite eine Delle drin. Also praktisch da, wo reingeht, so. Dellen sind ich jetzt 20 Zentimeter oder so. Da sind ganz viele Dellen in den Steinen und Erhebungen, so, Vertiefungen. Im Stream hat man nur eine größere gesehen. Ja, die haben leider nichts zu sagen bei dieser Art Gestein. Das ist nur bei den anderen Platten. Das sind ganz andere. Ist eine andere Schicht, wo die rauskommen. Ich habe hier eine Kohleader, ich bring dir was mit. Ja, naja, und insofern war der leider nichts. Aber ich habe mir überlegt, also ich weiß nicht, ob es Interesse daran gibt. Das müssen wir dann schauen am Sonntag. Aber sollte ich auch im Rest der Platte nichts finden, würde ich dann einfach diese Fischflosse verlosen, weil irgendwie ist die auch zu schade zum in die Tonne kloppen, ja. Und bei mir in die Sammlung kommt sie halt nicht. Dann würde ich sie halt verlosen. Große Fischflosse. Ist auch nichts Alltägliches. Und wenn es keiner will, dann kann sie immer noch in die Tonne. Frage, soll ich schon mal Mine so langsam Richtung Haus bauen? Schon mal so in die Richtung wandern? Dass wir da einen Anschluss kriegen aus dem Haus. Ja, ich würde da keine feste Brücke machen, falls du doch mal irgendwie Zombies hochkommen. Brücke? Mine, es geht um Mine, klar. Ach so, Mine. Kann ich ja theoretisch schon mal in die Richtung wandern, oder?
Also die sollten sich eigentlich da nicht runterbuddeln, da insofern. Ja, das wird auch eine neue unterm Haus anfangen. Dass die sich hinten die Klappe praktisch kaputt tängeln können und dann unten in der Mine sind. Das glaube ich nicht, dass die da, weil die Zombies sind ja so programmiert, dass die den schnellsten Weg zu dir suchen. Und der ist ja nun mal nicht unten durch die Mine wieder hoch, dann bei uns raus. Also das glaube ich nicht. Obwohl das cool wäre, wenn die so intelligent wären, muss ich sagen. Wäre ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob die das nicht als schnellsten Weg sehen, da hinten kurz runterhopsen, unten durch die Mine und dann ist die Treppe hoch. Das wäre so. Ja, ich halte das auch nicht für unmöglich. Ja, dann machen wir eine Mine neu bei uns. Ist ja auch okay. Also gut, man kann hinten auch den Minenschacht einfach wieder mit Steinen vollstopfen, dann kommen die da auch nicht so schnell ran. Also was jetzt? Bauen, machen oder nicht? Nee, nicht rüberbauen, dann machen wir eine neue. Ja, dann soll ich jetzt eine neue anfangen oder noch nicht? Da rede ich nicht. Ja, du komm, ich würde noch nicht machen. Nicht? Ja, weil die Mauer noch nicht fertig ist. Ja, ich würde auch erst die Mauer fertig bauen. Hol doch erstmal deine Mine aus dem, Stein aus der Mine, wollte ich sagen. War jetzt doch nur eine Idee. Die haben die Wegfindung verbessert, ja, ich weiß, aber die müssten ja erkennen, dass sie einen Umweg laufen können, um leichter in unsere Basis zu kommen. Und das, glaube ich, kann die KI nicht. Die wird immer noch den schnellsten Weg suchen und dann notfalls immer noch durch die Spikes rennen. Und nicht jetzt irgendwie merken, oh, da sind Spikes, aber da ist eine Mine, da kann ich die Tür zerhauen. Dann unterirdisch in die Basis rein. Ich glaube, also nein, im Leben wird das die KI nicht schaffen. Es wäre cool. Ich würde es ein bisschen feiern. Kurz. Dann würde ich fluchen. Wie viel Sand braucht man für ein Glas? 12 waren das, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh rum. Also Tendenz geht wohl klar zum Verlosen von dem Stück, dann werden wir das machen. Also ich kann versprechen, dass es diesen Sonntag verlosen kann, weil ich will wirklich erst ganz sicher gehen, dass der im Rest des Gesteins nichts mehr ist. Und ich habe da, also man muss dazu sagen, zu dieser Fischflosse gehörten mehrere Stücke. Ich habe das Foto ja gezeigt von der Bergung. Das ist in 2 Paletten. Also es ist insgesamt sehr viel umgebendes Gestein, was ich mitgenommen habe, weil man eben nicht weiß, wie er läuft. Und insofern, das werde ich mir jetzt angucken noch. Ja, ich gehe davon aus, dass ich es am Sonntag nicht verlosen werde. Aber dann am Sonntag drauf kann man es dann machen. Knattererde? Wenn man jetzt nur den Ton hat, klingt die bestimmt in der Tat komisch, ja. Rick Walker, uns geht's ja nicht um Eisen oder so, uns geht's ja wirklich um den Stein und da reicht's ja, wenn wir einfach irgendwo buddeln. Ja. Das ist echt, verhext. Verhext. Was denn, findest du keine Tiere? Ja, so einen Wolf habe ich jetzt gefunden, aber... Das war es auch schon wieder. Ich glaube, die spawnen gar nicht so schnell nach, weil ich muss jetzt echt schon Arsch rennen, bevor ich überhaupt irgendwas finde. Es wird so wichtig, dass wir die Beete haben, ne? Ja, oder irgendwie ein Fahrrad oder sowas zusammenschustern. Fahrrad? Da brauchen wir auch noch ein Blueprint für, oder hat das jemand? Ja, das ist doch in diesem Linksperk mit drin. Moment, wie heißt der? In Grace Monkey. Okay, hat aber bestimmt keiner, oder? Das war im Craftsmanship-Perk mit drin. Die Punkte habe ich eigentlich zu vergeben. Ich habe 3 Punkte zu vergeben. Da könnte ich ja auch so langsam mal überlegen, was mache ich in der Nacht. Was brauchte man noch zusätzlich zum Sand? Für die Gläser? Nichts, nur Sand. Nur Sand? Ja? Das ist ja einfach. Clay, oder nicht? War da nicht irgendwas mit Clay? Genau. Clay, ja, das ist auch einfach. Ja, den verbaue ich ja gerade nur komplett zu Pflaster. Ja, den hole ich mir den selber, das ist ja nicht... Ich brauche keine Unmengen. Außerdem baue ich hier die ganze Zeit auch immer ein bisschen Clay mit ab, wenn ich hier Sand schippe. Ja, so ein Schluck Kaffee wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so doof hier, das stimmt. Dann könnte ich ein bisschen ausdauernder... Aber bisher hatte ich kein Ausdauerproblem, aber... So langsam kriege ich es. Vor allen Dingen kriege ich gerade ein Durstproblem.
Na, das hat sich jetzt gelohnt. Das Problem kriegst du schon bei 80 oder so. Wenn du dann drüber trinkst, kriegst du nur Diabol. Das ist toll. Dann kannst du aber deinen gelben Tee trinken. Der Spinde aus meiner Mine. Ich möchte nicht wissen, wie das da jetzt aussieht. Kommst du erstmal die Leitung und dann... Oh, ist eine Kohleader. Hier ist alles braun. Oh. Vom Boden bis zur Decke. Er ist ein bisschen sprayen in deiner Mine. So, jetzt habe ich erstmal 1500 Sand, das reicht erstmal. Das sollte erstmal reichen, ja. Wir haben 3 Kaffee. Na super. 3 Kaffee. Na den Brust. Was ist denn das für ein... Das ist auch unmöglich. Ansonsten haben wir nur Bier. Roten Tee und Bier. Aber Bier ist auch gut für Stamina. Bier ist auch für... Was? Ach, ja, ich dachte, das wäre schlecht für die Stamina. Nee, im Gegenteil. Man kann es rennen wie ein Elch. Das ist mir aber neu. Wenn ich Bier trinke, kann ich nicht mehr rennen wie ein Elch. Du. Der kann ja nur pissen wie ein Elch. Ja, das ist auch. Ja gut, aber da rennt man dann auch für, ne? Das siehst du. Da sehe ich jetzt alles verschwommen. Der verträgt aber auch nichts. Ja, auch nüchtern in der Magen. Da regeneriert aber kein Wasserbier, ne? Ja, doch ein bisschen, glaube ich. Also jetzt nicht so viel normales. Echt gar nichts? Okay. Ah, nix. Dachte so ein bisschen, was hätte das schon gebracht? Ich meine, den ganzen Tag in der Hitze geschaufelt, dann erstmal ein Bier auf nüchternen Magen. Ich verstehe schon ein bisschen, dass er kurz kämpft. Oh, wir haben echt gar nichts mehr zu essen. Jetzt hol mal bei. Ja, ich habe gerade einen Platz erlegt. Aber auch noch habe ich da noch ein bisschen mehr rumkrauchen für sehen. Mann. Schneller weg. Ja gut, du kannst ja noch eine Dose reinfallen. Ja, ich greife gerade. Oh, jetzt habe ich wieder Bier getrunken. Ich wollte eigentlich Wasser trinken. Ja, das sag ich auch immer. Das war ein Kölsch. Kann man verwechseln. Das stimmt wohl. Die Stamina. Die Stamin, ja. Die Stamin. Jetzt habe ich jeden Abend am Esstisch, denke ich, ups, jetzt habe ich aus Versehen wieder ein Bier getrunken. Scheiße. Wie sind das schon wieder passiert? Ich stand da im Weg rum. Konnte nicht dran vorbeitrinken. Ich glaube, diesen Animal Tracker hat es sogar geskillt. Ja, habe ich. Ja, er nutzt den nur nie. Natürlich nutze ich ihn. Verdammt. Aber der nutzt nichts. Ja. Das ist korrekt. Zumindest klar, nutzt nix. Ist halt nichts nutzt. Nützt nix. Der nichts nutzt, nutzt nichts. Das ist korrekt. Oh, schön, dass du mir recht gibst. Immer gerne. Was wollen wir denn morgen zocken? Oh, Moment. Loot. Ich geh. Oder ist das bei dir zufällig gesagt? Nee, da ist keiner. Ich geh hin. Was, Flugzeug? Ja. Nee, das ist noch nicht mal bei mir vorbeigekommen. Hat er schon abgeworfen? Ja, ich bin schon unterwegs. Ja. Was zockt man morgen? Na, Arc Age. Entweder Arc Age oder 7 Days Today, denn die gute Sinde hat morgen leider keine Zeit. Das heißt, Arc... Liguero entfällt leider. Ja, sehr arglos. Also können wir entweder Arc Age, dann haben wir wieder Arc. Oh, guck mal, jetzt sind sogar 2 Loot. Das ist ja schön, da kommen 2 Loot drauf rum. 2? Echt? Ich bin auch für Arc Age. 7 Days Today. Oh, 2 Zombies! Das Wasser! Oh, ich glaub, das fällt ins Wasser. Na, dann hoffentlich nicht zu tief an der Stelle.
Das ist abgesoffen. Oh, ich habe ein empfindliches Kältesymbol hier gerade und muss planschen gehen. Braucht das alle gar nicht schreiben. Es wird jetzt nicht während des 7 Days Streams abgestimmt, was wir spielen. Das läuft nicht. Ja, die Antwort ist dann genau, ziemlich leicht vorauszusehen. Meint ihr? Strawpoll ist raus. Ja, Matze, ist schwierig. Ich glaube, die machen wir mal lieber neu und dann im Discord. Weil jetzt da in einem 7 Days zu fragen, wer 7 Days gucken will. Na. Ey, merkt schon, die wollen Arcade spielen. Ja. Entschuldigung. Ja, also bitte, komm. Manipulierst sogar deine Elgato, damit das funktioniert. Er wollte ja nicht diese Mod haben für den Kälteschutz, genau. Sag mal, ich habe das Gefühl, ich komme nie näher. Sind da kaputt? Seht den gleich schon absaufen und sterben. Zu viele in Steine Kälte. In der Tasche, das zieht nach unten. Du kannst hier nicht atmen, oh verdammt. Steht da, du kannst hier nicht atmen. Stand nicht dran! Ist die Luft so weit weg? Ach du Scheiße! Da kommst du doch niemals hin und niemals wieder heile raus. Schon recht tief. Der verliert aber schneller. Wasser? 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 Geld? Natürlich will Matze sich vor Arc Age drücken, das kriegst du doch jetzt schon mit hier. Der hat viel zu enthusiastisch diesen Strawpoll erstellt. Aber das läuft nicht, Lala. Ich hab's. Und es war nur eine Essenskiste, ne? Aber gut, eigentlich das, was wir gerade brauchen, muss man ja zugeben. Wollte gerade sagen. Was war denn noch? Granatenchematik, ein Verbandskasten, Antibiotika, ein Messbecher. Du wolltest doch mal Antibiotika herstellen mit dem Messbecher. Ich hab ja, Messwechsel. Kann ich noch nicht. Was? Kannst du nicht? Ich müsste noch mal nachgucken, aber ich meine, ich kann das Rezept noch nicht. Kann man erst ein bisschen später unten im... Ja, Charlie, kann man. Skill Tree. Früher war man schnell, wenn man in der Wasseroberfläche wiederholt hüpfte. Das tue ich gerade, da passiert nichts. Man kann ertrinken, ja, man kann wunderbar ertrinken. Oh ja. Hat man eine Anzeige? Ja, die war links, die Anzeige lief runter. 60 Sekunden kann man wohl nur tauchen. Toller Noob. Ich hab einen Schlafsack gefunden. Salala! Aua! Sag mal, was bist du denn für ein Arsch? Ach ne, mit dir denke ich mich nicht an. Wieso? Ach so, witzig. Wer ist witzig? Hoodie. Ich wusste gar nicht, dass wir so nah am Eis sind. So, das ist noch ein Katzensprung. Das ist ja. Sehe ich jetzt auch. Jo. Komm halt nicht so weit rum wie unser erfolgloser Jäger. Ich habe jetzt zwei Wölfe und einen Bär. Na gut, okay, das lasse ich gerne. Das sind... fünf Fleisch. Nee, 150 Fleisch. 150? Ja, ja, denk dran, du brauchst auch 5 pro Essen, ne? Ja, das geht nicht, aber ich habe es auch geskillt. Glaube ich jetzt auf Rang 2, also ich hole jetzt schon ordentlich mehr Fleisch raus aus dem Gefieche. Das ist mehr Fleisch. Das ist ja, aber kannst du nicht noch kochen skillen, dass du weniger Fleisch brauchst beim Kochen? Nö, es gibt ja nur den einen Kochskill, aber ich schau mal eben. Nein, wir kochen nicht vegetarisch. Viel Fleisch ist gut. Müsste eigentlich auch gehen, dass das weniger kostet, meine ich.
Leere Nester zerkloppen bringt auch Federn. Ja, aber dann spawnt nichts nach. Nee, ich koch nur schneller, aber ich verbrauch nicht weniger. Ja? Mhm. Aber sag mal in den Chat. Ich ganz unrecht, wenn wir jetzt mal so 5000 Kilometer von unserer Basis wechseln, zum Beispiel, wenn man so einen Loot-Drop holt, dann kann man auch mal so ein paar Nester zerkloppen, ruhig. Ja, das war ja jetzt nicht so weit. Das war ja direkt vor der Haustür, nur im Eis halt. Also da war ein Vogelnest, aber das war schon leer, also ist der Xada auf jeden Fall schon lang. Ja, da bin ich wahrscheinlich vorbei. Also das Eisgebiet habe ich zumindest ein bisschen angekratzt. Ja. Da waren ein paar Leoparden unterwegs. Leo, das sagst du mir jetzt? Oder Pumas oder irgendwie sowas. Irgendwas Kratziges, was ziemlich groß ist. Ja. Da sind, übrigens, da sind Pumas und ich habe gerade deinen Schlafsack aufgehoben. Das ist wieder mal eine dieser Kleinigkeiten, die Xar vergessen hat zu erwähnen. Ja, aber mein Gott, ob das jetzt ein Bär oder ein Puma ist, was sich zerlegt, ist doch scheißegal. Ein Puma-Part. Ein Puma-Part. Ein Puma-Part-Bär. Immer noch ein paar von diesen Goldrott-Pflanzen-Moped-Biestern mit, ne? Ja, kannst du machen. Die Nester-Spawn-Tee haben wir ja noch. Kaputt macht. Das finde ich aber interessant, okay. Das war doch früher nicht, oder? Ich dachte, wenn Nester kaputt, dann kaputt. Jo, meine ich auch. Ich habe mir gedacht, wieso, was passiert jetzt mit denen? Spanen nach. So. Wo ist denn eigentlich die Mine? War da noch überhaupt nicht drin? Da. Wenn du... Ja, da stehen zu zwei, als Phoenixe es kommt. Wahrscheinlich breche ich mir jetzt erstmal die Haxen. Hoffe. Mal bei Haxen. Ja. So sieht's aus. Aber pass auf den Boden auf, ne? Der ist, Rutschig. Das ist alles? Nur der Raum hier? Das ist halt eine Mine. Was hast du da erwartet? Ein Whirlpool oder so? Ihr habt aber schon mal größer gemint. Bin enttäuscht. Will ihn hauen. Darf ich ihn hauen? Aber selbstverständlich. Du darfst ihn sogar abknallen, wenn du willst. Immer drauf, Dank. Du triffst doch eh nicht. Xar habe ich ganz gut getroffen vorhin. Xar kann das bezeugen. Der hat sich auch nicht bewegt. Der musste selber lachen. Ja, weil er selber weiß, dass es auch dann nicht sicher ist, dass er trifft. Ja, das stimmt. Töte euch. Ach ja. Das habe ich doch nicht verdient. Doch, ich finde schon ein bisschen. So, übrigens, ich habe dir jetzt mitgebracht, 1040 Blei und 480 Kohle. Da kannst du bestimmt schon ein bisschen was mitmachen, oder? So mumpelnmäßig. Ich brauche Nitrat. Nitrat haben wir auch da. 1000 Stück. Das brauchst du nicht zum Düngen? Das ist in der Futterkiste. Ja, ich weiß aber, wo die Mine ist. Da, nimm ruhig. Wie gesagt, wir haben ja auch in der Nähe von der Basis noch eine Mine. Okay, ja. Also das kannst du ruhig nehmen, das ist... Steine. Das Blei packe ich auch mal mit in die Crafting-Kiste. Musst du den rausnehmen, wenn du es einschmelzen willst. Mhm. Sand und die Kohle lege ich da direkt runter. So, jetzt kann ich erstmal hier Glas machen. Glaskrug. Sand and Clay. Hier sind 60 Glaskrüge im Übrigen, ne? Naja, ja. Hup. So. Kohlehammer? Ach, den Glas mal. In welchem... in welcher der drei Forges darf ich den Sand einschmelzen? Die dritte, die noch nichts drin hat. Das ist die ganz rechts, glaube ich. Nitratpulver haben wir exakt drei, kann das sein? Nee, nein. Das sollte fast 1000 sein oder so. Essen- oder Trinkenkiste ist irgendwo was drin. Futterkiste, glaube ich, unten rechts irgendwo. Nitrat. Na gut, warum auch nicht? Ja, weil ich das für die Kopfplatz brauche, deswegen liegt das da. Ja, weil da auch die Samen und so drin sind. Gut, dann verbaue ich das mal alles, was du mitgebracht hast, ne? Das sind 240 Scheißpulver. Ja, mach.
Ja, ich hab noch ein bisschen Zeit, dann denke ich den Rest dann noch raus auf dem Heimweg. Ich mach wohl, ich hab jetzt sowieso Zeit. Weil ich muss ja jetzt mal den ganzen Sand und den Clay einschmelzen, das dauert jetzt eben ein bisschen. Gut, hier, Xar, bist du zufällig oben gerade? Ne, du bist noch nicht da, ich, ne? Ich bin gerade noch auf dem Rückweg, ja. In welche Richtung muss ich denn laufen, um die Mine zu finden? Also die Nitratmine? Nach... Süden. Quasi jetzt in deine Richtung? Ja, ist eigentlich fast bei mir. Also, renn einfach schon mal nach Süden, dann, Du hast gesagt, das ist in der Nähe. Wenn das jetzt nicht in der Nähe ist, klar, ne? Ja, es sind schon ein paar Meter, aber es ist nicht direkt unterhalb der Haustür. Zumindest ist es deutlich kürzer als zur anderen Mine rüber. Sind ihr da sicher? Nee. Ja. Okay, aber auch nicht sicher. Du weißt, dass 17 Uhr ist, ja? Hm? Ich weiß es ja. Ja? Okay. Was brauche ich denn, um die Spitzhacke wieder zu reparieren, die... Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Also immer die Reparaturkits, so wie ich das verstanden habe. Ja, würde ich jetzt auch so tippen. Früher konnte man das aber auch mit. Ja, ich weiß. Früher war mehr Lametta, aber das ist leider nicht mehr. Ist leider wirklich nicht mehr. Also soweit ich weiß, immer mit den Dings. Baut doch erst die Chemiestation. Ja, wie denn? Wir haben ja nicht den Blueprint. Blueprint. Kommt der nicht auch noch weiter unten insgesamt? Über Yeah Science. Aber ich weiß nicht, wo Yeah Science ist. Da unten ist Yeah Science. Ja, könnte ich lernen. Eko? Mehr nach Osten. Zu mir. Oh, wo soll ich denn jetzt hier noch eine Chemiestation hinstellen? Ja, ich fange dann morgen an mit Bauen. Soll ich das lernen oder will das jemand anders? Ja, ist doch eh bei dir im Skillbaum drin, oder? Was du schon mal gesagt hast. Vielleicht der Arsch, wo ist die scheiß Mine? Ja. Dann bauen wir halt das. Wir brauchen ein brennendes Fass, aber es muss brennen. Oh, wo sind denn die Mess... Also ein Messbecher ist im vorderen Feuer, also bei den Kisten, und wo der zweite hin verschwunden ist, weiß ich nicht. Dann hattest du einen habe ich gerade mitgebracht. Ja, und wie gesagt, der andere liegt schon im Lagerfeuer. Also ach, im Lagerfeuer? Ja, im Lagerfeuer wird das gemacht. Okay, so, der ist dann allerdings weg, ne? Nö, dann kannst du wieder rausnehmen. Nee, also wenn ich jetzt die Chemiestation baue, ist er weg. Ach so, ja, dann ist er weg. Das aber wie gesagt, wir haben einen schon drin, von daher brauchen wir nicht zwingend einen zweiten. Also kannst du ihn ruhig verkraften. Okay. So, ich baue auch nochmal 900 Pflastersteine. Ja, ne, auch mehr. Das brennende Fass? Wo kriege ich ein brennendes Fass her? Also früher konnte man die looten, aber... Das sind diese, das sind einfach diese... Ja, die stehen manchmal in der Stadt rum. Aber ich... Ich bin nicht bewusst, dass man die einsammeln kann. Oh scheiße, und wir brauchen 3 Kochtöpfe dafür. Ich hab die alle geschrottet, die ganze Zeit. Nee, ich hab noch ein paar in der Futterkiste, auch unten rechts. Sollten noch Kochtöpfe hab ich. Rohstoffe, wie viele Rohre haben wir noch? Hab ich auch. So, dann kommt das auch noch da rein. Zack, zack. Was war es noch? Holz, das ist sowieso kein Problem. Brennendes Fass, das ist das Einzige. Bring mal jemanden brennendes Fass mit. Dazu müsste ich in die Stadt und ich komme gerade von einer ganz anderen Seite. Naja, schon klar. Wo soll ich denn dir die Drawbridge hinschmeißen, die fertig gebaute? Oh ja. Schmeiß die einfach mal irgendwo in die Kiste oder so. 3 geschmiedetes Eisen, 10 Holz, ich baue dir eins. Baust du das? Das ist schön. Wo soll ich reinschmeißen? Ich mach's bei Fahrzeugteile, ja? Ja, dort ist noch ein bisschen Platz. Genau. Logisch. Völlig logisch. Gut, ja. So. Was kann man craften? Ja, Crispy hat's geschrieben, genau. Erhöhen. Achso, und was wir dann jetzt auch mal gucken können, ist, ob man diese Gitter, weiß jemand, wie die heißen? Diese Durchschießgitter. Schauen wir nach Gitter.
Ja, das war ja, wir haben die ja immer missbraucht, ne? Das war ja eigentlich irgendwie ein Railing oder so. Ja, Railing, Geländer, irgendwie sowas. Ja. Metal Fences and Railings. Ja, super. Irgendwie sagt er, nee. Muss ich das in der Schmiede machen? Also, ja, du musst in der Schmiede machen, ja. Aber ich weiß, in so einem, ich glaube, da gab es unterschiedliche. Xar, hatten wir da nicht mal welche gemacht, die im Endeffekt totale Scheiße waren? Dankeschön. Ja, es gab die Center Railing oder wie die hießen. Die waren, glaube ich, mittig im Block und du brauchst irgendwie. Ach, ja, das irgendwie ganz, die ganz komisch. Die ließen sich nicht richtig positionieren, genau. Eisenstangen sind's. Eisenstangen? Eisenstangen, da sind sie, Tatsache, okay. Sehr schön, danke. Eisenstangen. Genau, und Eisenstangen mittig gibt's auch noch und die waren scheiße, oder wie? Genau, die sitzen mittig auf dem Block und nicht oben, wie wir es brauchen. Mhm. Dann kann ich die doch eigentlich hier rausbauen. Stück kann ich bauen. Was fehlt denn da? Eisen. Boah, die brauchen viel Eisen. Jo, die eine braucht günstig. 26 Eisen. Ja, ich werde gleich am nächsten Tag mal die Eisenmine versuchen, da weiter nach unten zu buddeln. Ich bin sofort wieder da. Nee, eine braucht 125 Eisen. Das ist ja ein Schnapper. Eine braucht 125 günstig. Eisen. Soll ich sie dann bauen oder nicht? Ja, kommt. Viel. Also so, wir brauchen. Also wir werden die früher oder später können wir die durchaus bauen, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt unser ganzes Eisen halt dafür aufbrauchen sollten. Ja, ja, das ist das Ding. Ja. Also ich würde es vielleicht jetzt noch nicht machen. Dann lasse ich erstmal. Ich glaube, jetzt fürs das erste reichen auch noch die Holzdinger. Wichtiger, dass wir Repair-Kits machen können und nicht da auf genau, einmal ohne sind. Genau. So, ne? Und vielleicht noch Holz, Eisenschippen. Scheibenkleister, ist das teuer. Hat noch irgendwer Erde zum Verbasteln oder? Meinst du jetzt Erde oder Lehm? In Rohstoff. Achso, du hast alles rausgenommen, scheint's. Nö, ich hab gar nichts rausgenommen. Ich hatte da reingelegt. Ja, ich weg. Ich baue gerade noch, also ich bin gerade am Vercraften. Achso, dann kannst du mir deine Quest eigentlich rauslegen, weil was du, wenn du Crafting-Dings hast, nimmt du dir aus dem Inventar raus. Habt ihr gehört, was Uni gesagt hat? Was? Er baut das gerade, das ist nicht weg. Achso, okay. Willst du es in der im Crafting-Table machen, oder wie? Oder was? Uni spricht gerade nicht. Ich denke, der ist am Telefon. Nee, ich rede von an Xar. Also ich leg dir jetzt hier rein. Mach mal damit, was du willst. Hier sind... Ja, ich hätte halt einfach auch nur... So. Da sind alle Pflastersteine drin und Pflastersteinblöcke, die ich habe. Mhm. So. Jetzt ist es dein Problem. Mach es zu deinem Problem. Ach nee, genau. Das war anders. Nee, das war genau so. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Aufwerten kann man jetzt in der Alpha 18 nicht mehr günstiger. Kann jetzt in der Alpha 18 nicht mehr günstiger sein. Ach so, ja, ob das getestet hast. Nee, ich habe auch gelesen. Also, mal gucken. Glauben, mittlerweile ist es generell günstiger, von Holz aus aufzuwerten und bringt gut Erfahrungspunkte. Okay. Aber das Aufwerten wäre trotzdem mit Eisenbarren und nicht mit Eisenschrott, ne? Ich meine, zwischen Holz und Stein war noch eine Eisen. Dings mit drin. Oh, jetzt also noch Holzstange Holz, und dann sehen wir das. Zweimal Holz, Eisen und dann kam, glaube ich, Stein. Irgendwie so war das. Moment. Crafting. Holz. Warum habe ich denn schon wieder Hunger? Oh, ich hoffe, wir haben bald was zu essen. Ich habe in der Futterkiste schon was drin und im Feuer putzelt auch gerade noch was durch. Oh, das ist gut. Oder? Oh, das ist sogar schon fertig. Machst du keine Bacon in der Eggs mehr? Wir haben keine Eier.
Ohne Eier kein Bacon und Egg. Kann ich kurz in die Kiste? Dann lege ich noch was an. Ja, Moment, ich esse gerade zwei Mal. Ne? Aber mach doch mal Bacon mit Bacon. Wir brauchen echt mehr Nahrung. Du musst dringend diese Dings hinbekommen, Hippo. Was ist diese Dings? Ah ja, dass wir Gemüse haben, dann können wir vielleicht irgendwie mit Fleisch und Gemüse was machen. Also ich brauche auf jeden, also ich kann jetzt schon ein paar mehr Rezepte, aber... Ich habe gerade wieder drei Plots gebaut. Also ich könnte Gemüse-Eintopf machen, da bräuchte ich allerdings Pilze, Mais und Kartoffeln. Und für Steak und Potato bräuchte ich Kartoffeln, Pilze. Was? Mach, ich hasse dich nur gerade wieder ein bisschen, das ist also das Übliche. Hä? Ich bin hier gerade schon fast wieder runtergesegelt. Wieder da. Wie brauche ich denn? Welche? Ja, nimm du die Leiter. Welche? Da stand doch eben was von Holzstangen, dass man die baut und dann wieder auf. Holzstangen? Auf, ja, so hieß, dass man Holzstangen bauen kann und die dann zu Eisenstangen aufwerten kann. Wer hat mich da gerade gehauen? Einer. Hippo! Ja, du stehst vor meinen Beeten, verschwinde da. ja. Okay, ja. Also was wäre denn jetzt für dich sinnvoll? Also Moment, ich schaue noch immer rein. Im Menü unter Gebäude. Wäre Kartoffel sinnvoll? Also Kartoffel und Mais auf jeden Fall. Okay, dann pass auf, dann baue ich jetzt hier oben erstmal dreimal Mais und dreimal Kartoffel an. Das Ding hier, huch. Ja, das bedeutet aber, dass ich noch Kartoffelsamen und Maissamen brauche. Ich habe bis jetzt nur jeweils einen davon und ich kann die noch nicht herstellen, glaube ich, oder? Warte. Also ich habe nochmal zwei Kartoffelsamen gefunden und das ist ja Mais gibt es leider keinen mehr. Ja, ich habe doch... Ach, Quack. Linksklick wäre es gewesen, nicht Trollo. Der Trollo. Trollo. You can craft seeds. Boah, dafür brauche ich das auf... Oh, leck mich doch an den Füßen. Da. Wolltest du... Soll ich in der Werkbank Pflastersteine bauen? Also die Flagstone Blocks? Sofern wir nichts anderes gerade bauen müssen? Ja, klar. Boah, dieses verfluchte... Gut, dann mach ich das. Anbauen skillen kostet echt unfassbar viele Skillpunkte. Wie? Wie? Was? So, okay. Ups. So, Xar, wo hast du gesagt, sind noch die Kartoffelsamen? In der Fotokiste, ganz unten, wo die ganzen Samen liegen. Mal irgendwie, was der verbaut. 10 Eisenbarren. Ja, das ist ja aber super viel günstiger, ne? Ach, das geht. Also, geht. Ich hab jetzt... Oh, scheiße. Oh, eine Schreiber. Oh, die ist oben. Was? Ja, die war ganz oben. Dann hat da wohl irgendwie die Treppe nicht eingepackt. Zombierer, dankeschön. Servus. Ist auf jeden Fall jetzt unten. Danke für den Raid. Ganz viel Spaß. Oh, wir kriegen jetzt aber gerade richtig Besuch, ne? Scheiße. Wie? Mit der Steinachs ist der Raid hier. Noch nicht. Der Raid geht gerade voll in die Spikes. das ist ja auch Forged Iron, was ich brauche für das, oder? Ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Achso, ne, 10 Forged Iron kosten. Warte, ein Forged Iron kostet 12. Hm. Oh. 12 Eisen. Also sind wir 30 Eisen günstiger, wenn wir es mit Holz machen. Sparen wir 30 Eisen pro Metallgitter, was außenrum geht. Ist okay, aber es ist immer noch zu viel, als dass wir es uns jetzt leisten könnten. Huhu! Hallo? Mike TV, grüß dich! Ja, machen wir das so. Machen wir uns ein bisschen was.
es eigentlich auch sowas wie Fertilizer oder so? Ja. Da war doch was. Gab's, glaube ich mal, ja, aber ich hab echt nicht mehr im Kopf, wie das ging. Zack, zack. Ja. Geh auch erstmal da rein. Unten wütet jemand. Ja, nö, ich hab nur eins, zwei gerade weggeklappt. Ah, das Ding lasse ich jetzt hier vorne. So. Also ich baue jetzt einfach hier unten, wo wir jetzt die Steine legen, eine Wand hoch als Erweiterung. Ach so, ja. Ja, Platz brauchen wir und oder? Ja, okay. Wollen wir nicht erstmal außen die Mauer? Hätte ich jetzt erstmal vorgeschlagen. Erst ja, weil dann hätten wir halt erstmal Platz. Ja. Weil die Mauer, die frisst ja noch mehr. Ja. Ich wäre für Mauer. Weil momentan passt alles rein, was wir haben. Jo, gut. Dann Mauer. Ja, Mauer. Mauer. Viel Mauer. Ganz viel Mauer. Was brauchst du für die Mauer noch? Wahrscheinlich Stein und Lehm. Also ich, ja, ne, ich habe jetzt alles gecraftet gerade. Also auf jeden Fall noch Flexstone Bricks. Hm. Das mache ich doch gerne. Also hier sind auch noch 150 drin und hier laufen auch noch einige. Ne, hier laufen zwar keine mehr, aber ich baue noch wieder welche. Beim Tisch. Im Tisch sind noch 150 Stück. Im Tisch? Naja, gut, mit 150 kommen wir nicht weit. Ich muss ein bisschen buddeln gehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass keine Zombies kommen. Jo, die Nächte sind ja ein bisschen wirklich einfach Liebe. Mit buddeln gehen, dann sind wir schneller. Weil wir Steine haben wir ja erst. Genau, und außerdem fressen die Zombies dann vielleicht auch dich. Jetzt eine Eisenschaufel, reparier die und dann komm. Die Chemiestation, nee, die steht noch nicht. Ist jetzt aber auch nicht das oberste, die oberste Prio. Die ist, müsste aber fertig sein, so langsam. Die ist fertig, ja. Die habe ich schon drin liegen sehen. Ich erwarte jetzt einen Spike-Test. Hör mir auf. Hör mir auf. Was heute am Stream-Anfang passiert ist, das glaubt mir keine Sau, wenn man es erzählt. Deshalb sage ich... Dafür gibt es ja Clips. Dafür gibt es genau. Clips, dafür gibt es aber auch das Video on Demand, wenn der Stream fertig ist. Alter! Ich werde dir das nie verzeihen, Sir. Eigentlich müsste ich dich ja mittlerweile gut genug kennen und wissen, dass du jederzeit den Löffel abgeben tust. Eben tust. Ich gleich mal den Löffel ab, du. So, also 5-mal Mais und 3 Kartoffels hast du schon, Maxa. Oh, fein. Dann kann ich gleich mal noch eine schöne Suppe für dich kochen. Eine Suppe. Es ist noch Suppe da. Ich hab auch noch ein Ei. Als ob's Xar schuld ist, dass Koya ins Bike hüpft. Nee, aber dass ich da nichts zum Respawn habe, das ist seine Schuld. Nö, das ist richtig. Die dauert nur 3 Sekunden. Ach so. Ich dachte, die dauerte auch wieder minutenlang. Ich hab doch gar nicht nachgeguckt, nachdem die anderen so lange gebraucht hatten. Mach das auch schön hier, Uni. Ich hab das... äußerst formschön ausgehoben, das Loch. Nicht einfach runter, ne? Ich doch gar nicht. Mir nicht auf die Nüsse. Ich wollte hier nur gleich für Symmetrie werben. Symmetrie. Symmetrie. Was war das denn? Rechtsklick. Achso. Geht das besser? Mach halt den einmal. Bei mir brauchst du trotzdem 2. Aber ich wollte doch eigentlich schon längst mal gelevelt haben, fällt mir da auf. Hattest du dir für die Nacht vorgenommen, ja? Ist ja Nacht. Ja. Was kommt denn als nächstes? Advanced Engineering, da kommt der Electrician. Ah, da kommt der. Moment, Learn to Craft General. Ich muss weg, ciao!
Oder wer ist hier gerade an mir vorbeigestöhnt? Boah, Alter, ich dachte, das sind rennende Zombies. Oh, da ist auch ein rennender Zombie. Ciao. Wer ist hier gerade an mir vorbei und kämpft jetzt? Hippo. Das hat sich sehr eine Schrotflinte angehört, also Hippo, ja. Danke für die XP. Gerne. Also, da kommt dann der Elektro-Onkel. Und der Elektro-Onkel kann Generatoren, Plate Traps. Okay, ich muss das lernen. Dafür brauche ich Intelligenz-Level. War das, was war das? 6, ja, oder? Dann ist Hopfen nochmals verloren. Intelligenz-Level 6 brauche ich dafür. Ja, habe ich. Ich bin jetzt immerhin schon Durchschnitt. Durchschnittlich intelligent. Ich mach jetzt 250% Headshot Damage. Dumm ist nur, dass ich die. Dass du nicht triffst. Dass ich die Headshots nicht treffe. Oh, ich brauche jetzt 2 Punkte, um smart zu werden. Oh, das ist aber ärgerlich. Heißt, ich brauche noch 3 Level. Oh. Junge, alter Vater. Das ist echt dümmlich jetzt. Mach mal Licht. Wunderschön ist das hier. Wunderschön, ne? Das nennt man mal Teamwork. Ich kann nicht mehr. Stamina ist aus. Ja, genau. Ich hab nichts zu fressen. Xa bringt ja nichts Anständiges bei. Ja, das hat Schnitzel in der Kiste. Ja, Schnitzel ohne alles. Was ist ein Schnitzel ohne Pommes? Bringt mir mal Eier mit, dann. Und ohne Bier. Auch ein Eck dazu. Brauchen echt mehr Eier. Kann man Hühner halten? Nicht, dass ich wüsste. Blöcke aufwerten bringt ordentlich XP. Okay. Hinterher noch 3 Points. Was? Wie? Was sagt mich, dass der Elektrischen auch 3 Punkte braucht? Das sieht man jetzt gar nicht mal. Boah. Hallo. Was ist? Hier rein. Der Elektrischen. Meins. Jetzt kannst du. Knochen. Ist ewig, ne? Klebebauen hier kostet, dauert 20 Minuten. Das Eisenschmelzen dauert eine halbe Stunde. Ja, Level ist hart. Level ist hart. Ja, ich würde halt gerne Schaufeln für euch bauen, aber es dauert dann halt eine halbe Stunde. Wir haben doch welche. Oder wolltest du 4er bauen? Naja, klar, 4er. Das geht bei Int bis 3 Points hoch pro Level. Ja, ja, okay. Das ist, ja. Also solange ich jetzt mit einem weiteren Punkt den Elektriker lernen kann, ist das ja noch okay. Dann brauche ich jetzt noch ein Level dafür. Und du sagtest, Blöcke aufwerten ist gut. Insofern könnte man fast doch überlegen, diese Eisendinger da zu bauen. Oder ich gehe mal rum und werte die Mauer auf. Das könnte ich doch eigentlich tun. Was braucht man dafür? Da brauchst du nur die Pflastersteine hier. Dann lass mich das mal machen, Xa. Okay? Jo. Bau du die Mauer hin, ich werte sie auf. Ich habe jetzt gerade noch keine Steine mehr. Sind da gerade irgendwo welche fertig? Ich habe welche im Inventar. Oh, eine Schreierin. Eine Motek? Eine Motek. Zwei Schreierinnen.
2. Innenlin. Lass es schreien, wir brauchen EP. Und ein Hundi. Oh, den könnt ihr behalten. Ach nee, das eine ist keine Schreierin, das ist eine Walze. Oh, da ist aber noch eine Schreierin. Du machst das, Xa. Oh, da kommt, glaube ich, ein bisschen mehr an. Ja, die hat wohl geschrien. Oh, ein Hund! Dass ich die Waffe in der Hand hatte. Oh. Kriegt ihr das hin? Oh, wo kommt ihr her? Ich hab den mal schnell vom Leib gehalten, ne? Hab jetzt noch keine Mumpeln mehr. Was sollte ich? Komm schon. Achso. Das ist ein guter Schlag, Herr Trommel. Dann kommen Sie mal zur Mauer, dann fäng ich dem da hinten auch noch eine auf die Mütze. Der wäre jetzt an der Mauer. Aber Uni hat den schon erschießtet. Ja, er erschießtet. Zum Schneiperreifen macht sich das ganz geil. Wo liegt denn der andere Hund vorne? Ja. Mal gucken, ob da Fleisch oder. Na, kommt Gammelfleisch raus. Hast du ja, das ist aber nicht schlimm. Gammelfleisch ist gut. Ja, Hast du den Vierer Hammer, Xa? Nein, ich, also. Achso, ja, den Aufwärtshammer, Vierer. Dann soll ich den. Hier, willst du den Köter zerlegen, Xa? Komm hier hin. Ja, ich bin auf dem Weg. Wenn nicht das Mistvieh hier despawned. Blasebalg in der Kiste? Was? Da war noch ein Blasebalg? Ich hab den doch eben reingetan. Haben wir noch einen? Wo? Guter Mann. Oh, das waren dann jetzt 10 Gammelfleisch. Das ist super, das ist wieder ein Tropf mehr. Blasebalg. Da ist keiner. Zeug, Mods. Also in der Crafting Tool war einer, aber ich dachte, der wäre jetzt mittlerweile schon vergeben. Nicht blind? Nur manchmal? Nur manchmal, ganz selten. Ich sehe keinen. Beim Pinsel? Beim Pimpfel? Wo ist denn der Pinsel? Ja, nicht mal mehr im Pimpfel. Wo hast du denn im Pimpfel? Pinsel war, glaube ich, bei den Mods mit drin, oder? Bei den Mods? Ja. Mods. War bei den Waffen. Beim Pimpfel. Nee. Waffen. Leute, ich merke mir auch nicht eure Drohne. Das ist schon völlig okay. Aber ich sehe nichts. Oh, das ist ja noch mehr. Also bei Mods und Blueprints ist nichts. Volle zu Hause. Bei Werkzeug. Da ja, ist was. Beim Werkzeug ist er. So. Da ist schon wieder was am Brüllen. Ja, hier ist ne. Volle da. Ah, ist Feierabend. 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 So, kannst du mir deinen Vierer Hammer da mal geben? Dann baue ich ein bisschen aus und um. Bin auf dem Weg. Kotzt du da gerade rum? Nein, das sieht nur so aus. Dein Kackfleisch ist nicht gut gewesen. Hat gerade Food Poisoning gegeben. Das ist so zum Kotzen. Ja, stimmt. Pflastersteine hast du? Ein paar, wenn du noch welche übrig hast, nehme ich gerne, aber... Über nicht, ich hätte die halt jetzt in Dings umgecraftet, aber nimm die mal, dann mach hier, ich. Hier, warte, ich geb dir noch Blöcke, ich habe 200 Blöcke hier. Ah ja, perfekt. Damit sollte ich ein bisschen bauen können. Kann ich die von innen aufwerten? Jo. Ja, nur die Ecksteine. Ich muss das nicht ran. Die hauen immer erst die zweite Reihe, gell? Ja. Also zumindest, wenn sie ebenerdig stehen, wenn sie außen tiefer stehen, dann schlagen sie natürlich auch den unteren zuerst. Ich lauf doch gleich seitwärts in irgendwelche Spikes rein, ich sehe das doch schon. Ja, in der Mauer sind eigentlich nur Spikes. Da wo ich lauf, sind immer Spikes.
Da hat er nicht ganz unrecht. Achso, du meinst die Spice, die wachsen bei dir dann, ey. Aber dann könnte irgendwer mal noch einen Riesenschwung Spikes bauen, weil um die Mauer rum werden wir ein paar brauchen. Also in der Waffenkiste hatte ich auf jeden Fall auch noch 300 oder so reingelegt, glaube ich, oder liegen noch 300. Ja, da kannst du, glaube ich, sicher noch mal ein paar tausend machen. Ja, ich baue jetzt gleich welche, ich gehe hoch und baue welche. Das Level echt wie Sau. Was levelt wie Sau? Aufwerten. Ich hab gerade ein Level gemacht. Ich muss ein bisschen aufwerten, damit ich hier für das Level kriege für Farming. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, der Elektriker ist vielleicht mal ganz cool, wenn wir dann so Elektrofallen und so machen. Und ja, das ist gar, findest du, was ist wichtiger, Essen oder Elektrofallen? Ich finde Elektrofallen besser. Ja, das war klar. Weil da ist dann das Essen, was da reinfällt, gerade. Das ist das Essen, was da reinfällt, ist gleich gegrillt, weißt du? Ja. Das ist doch auch mal unterhaltsam, oder? Blong, 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 blong. Aber es ist mal was anderes als Schaufeln, Leute. Also ich baue jetzt gerade so 400 Spikes noch. Das ist ja perfekt. Wir haben da noch eine Mauer. Ja, da, ich dachte, da soll eine Tür rein. Nein, da ist dann wohl gerade die Olle durch. Durchgewalzt. Dann setze ich da gleich wieder Steinchen rein. Ja, hier war auch was kaputt tatsächlich, ich musste gerade reparieren. Ja. Lammheim nicht durchgewalzt. Unmöglich. Weißt du, aus dem Rampe, Rampe, Rampe sein Bling, Bong, Bong, Blong, Bong, Blong, Blong, Bong geworden. Ist doch schön, oder nicht? Wunderbar. Kannst du nicht im Takt für irgendeines bekannten Liedes kloppen? Der geht nicht so schnell. Das ist das Problem. Ich kann die Geschwindigkeit nur. Ich kann nur langsamer als so. Das ist schwierig. Nee. Oder? Nee, geht nicht. Wir müssen wieder Satisfactory spielen, Matze. Dann klingt das Kloppen besser. Oh, kann ich. Ein gutes Stückchen besser. So, swupp. Ich mach mal schnell auf die Impelgrenz. Wo sind die ganzen Blöcke hier gekommen? Was? Die Blöcke. Die habe ich dir gegeben, die 200. Mehr hatte ich nicht. Ja, aber hatte Inin ja auch irgendwas in Dings angeschmissen? Ja, hatte ich. Aber dann hat die schon jemand rausgenommen. Kann sein, dass das die 200 waren, die ich hatte, ich weiß es nicht genau. Ja, das hat jetzt nicht sehr weit gereicht, das Aufwerten. Dann haben wir jetzt offiziell keine mehr. Bin am dransten. Ich beeile. Ich eile so schnell, die Zeit läuft. Eulen Sie sich schneller. Steht aber sagen, wir machen so langsam mal Feierabend, Genossen. Ja, nämlich fast genug in der Uhr. Wie die Zeit rennt, unmöglich. Ungenießbaren Steak. Da ist schon wieder eine Schreierin. Fall um. Die war reich, die hatte 205 Dollar dabei. Süße. Ja, Dollar. Ist ja nichts mehr wert.
Na gut, ich komm dann mal heim. Ausgerechnet jetzt, wo ich auch Zeit habe. Noch so zu unmenschlichen Zeiten Zeit hast. Warum sind ja eigentlich alles am Brennen? Weil überall was bastelt. Stimmt. Früher war das ja mit dieser Heatmap, die man dann erzeugt hat und der entsprechenden Lärm und dergleichen. So? Also ich habe nicht das Gefühl, obwohl jetzt zuletzt die Schreie also waren jetzt schon beachtlich. Also ich glaube jetzt hier Forge sogar ein Lagerfeuer und weiß der Geil was, da kam jetzt doch schon öfter was an. Ja, das stimmt. Die drei Schreierinnen jetzt, das war echt viel. Naja. Komm, das mit der Mauer wird aber gut hier. Ich glaube, wir bauen hier gerade was Gutes. Jo. Das geht. Wo bist du gerade? Meiner neuen Stoff. Mine. In der neuen Mine. Neue Mine? Was ja, du? Hier. Ich könnte auch gerade sagen, eine neue, was? Hier buddel ich gerade und bringe Eisen mit. Achso, bei der Eisenader da hinten, die wir markiert genau. haben. Ja, okay, wunderbar. Sehr schön. Ich komme jetzt aber. Aber ich bringe auch 800 Eisen mit. Eier werden wohl von den Schmelzöfen angelockt. Ja, so war es immer. Scheint auch immer noch so zu sein, ja. Und dann müssen wir, wenn wir die Mauer da oben haben, dann müssen wir so. Willst du die wirklich so. Ich merke das gerade, du hast die ja irrsinnig hochgezogen. Ja, ich hatte mir überlegt, ob wir vielleicht durch die Ebene von unserem Stockwerk hier kommen, oder? Dass man ebenartig rüberlaufen kann dann. Nö, ich hätte dann da an einer Stelle. Also wir sind jetzt halt an der Stelle, also jetzt Richtung Westen raus, sind wir jetzt nur drei hoch. Also ich hätte schon vier gemacht. Mhm. Da bin ich ja froh. Und auf der anderen Seite geht es halt ziemlich runter, deswegen ist es da halt deutlich höher geworden. Und wir müssen was gegen Krabblatt machen, ne? Also Überhang auch wieder dran. Ja, auf jeden Fall muss außenrum noch eine Reihe, entweder Geländer oder eben die Wooden Blocks. Hm. Wir können ja erstmal diese Wooden-Geländer bauen. Die Wooden-Geländer. Die Wooden-Geländer bauen, weil die sind, glaube ich, ein bisschen stabiler wenigstens noch als unsere Wood-Frames, die wir momentan haben. Und diese die Frames haben, glaube ich, nur 50 HP. Eben, und die haben 300 hier. Dann fliegt man wenigstens nicht sofort. Ist das noch Wood? Das nee, das ist das Eisen. Das Eisen. Okay. Das Eisen hat 2500. Ja, gut, das ist dann natürlich deutlich besser. Ja. Aber mit 300 bei dem Holz kann man ja auch schon erstmal arbeiten. Dann halten die wenigstens mal einen Schuss von diesen Kackviechern da aus. Guten Tag. Tag. Ich habe gestern auch zweimal den Koja gemacht. Dass den Koja machen hier schon geflügeltes Wort wird. Das ist eine gute Idee, das ist grundsätzlich gut. Ja. Mal in die Futterkiste in der Mitte. Weg den Koja in mir. Oh, ein Wildbreteintopf. Mhm. Warum kriegt der das? Weil er Kartoffeln und Mais bringt. So. Sehr köstlich. Wie viel Kartoffeln und Mais brauchst du dafür immer? Zwei Mais, zwei Kartoffeln und natürlich noch Wasser und fünf Fleisch. Jo, aber das Fleisch und Wasser haben wir ja da und weißt, Kartoffeln hier, und Mais bringst du ja. Ich bin hier gerade am Verdursten, hab die ganze Zeit unten das Warnsymbol, dass ich nichts zu essen habe. Und wer kriegt jetzt hier gerade den Eintopf? Es liegen immer noch Schnitzel in der Kiste. Ja, diese Kackschnitzel, die habe ich das letzte Mal gegessen und mir die Seele aus dem Leib gekackt. Gekotzt. Und gekackt. Dem Spaß macht. Also, da hast du halt einen echten Glücksgriff gemacht und dann hast du das Uhr. Ich gleich mal einen Glücksgriff. Na, das sieht Glückskeks, das ist auch eine Scheiße dran. Deine Kacksteaks da. Mann. Boah, dieser Eintopf ist super. Darf ich nicht? Ich schieß den jetzt. Gib mir eine Waffe. Das ist wirklich super. Da kriegst du richtig Punkte für. Boah, ja. Ist okay, aber ich bin satt. Du bist so ein Ass. Aha, siehst du? Hä? Michael schreibt, letzten Stream hat er 150 Nahrung gehabt und er hat weitergegessen, während andere hungern.
Was? Das ist nicht wahr. So. Was? Ja, ja, jetzt wissen wir auch, warum er sich. Wann soll ich denn 150 nach? Was? Im Leben nicht. Und wenn, da habe ich nicht absichtlich gemacht. Gammelschnitzel. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Von daher würde ich sagen, das Gammelschnitzel war verdient. Was? Wann habe ich denn 100? Das will ich. Das Beweise? Klapp, klapp. Zum Heilen, ja, dann war es ja auch nötig. Ja, aber du kannst dich auch mit Tabletten oder Verbänden heilen. Ja, wenn ich welche hätte. Also, damals. Früher. Früher hatten wir doch keine Tabletten. So, ich logge jetzt hier aus. Ertrag das nicht mehr mit euch. Ach, jetzt wollte ich wieder an meinem Stream Deck umschalten. Geht ja nicht. Ja, aber alles grauer. So ist es. Ach ja. Stream Deck abgeraucht vom Allerfeinsten. Also ich hoffe jetzt nicht hardwaremäßig kaputt. Ich muss mal gucken, dass ich das jetzt irgendwie wieder hinkriege. Morgen werde ich mich dran setzen dürfen. Freue ich mich. Schön. Ich habe ja sonst nichts vor. Und werde das irgendwie wieder versuchen zu retten, die OBS-Settings und die Stream Deck-Settings. Und dann wird das schon wieder, hoffe ich doch einfach mal. Ja, morgen selbe Zeit, genau. 20 Uhr, selbe Stelle. Und dann gucken wir mal, ob wir 7 Days machen und oder Arcage. Beides hätte ich Bock drauf, schwierig. Ja, du hast nicht mitzureden. Der Trend geht zum Zweitrechner. Mhm. Parallel laufen, spielen. Es geht auch so parallel laufen lassen. Läuft bei mir. Wir werden morgen mal, oder wir werden, ja, morgen mache ich mal zwei Umfragen quasi fertig. Die nächste Donnerstags-Umfrage, also ne, für alle, die neu zuschauen. Donnerstag heißt bei uns die Dodos, sprich die Community entscheidet, was gezockt wird. Heute war es 7 Days to Die. Morgen geht die Umfrage für den nächsten Donnerstag dann online und dann könnt ihr wieder entscheiden. Mal schauen, was ich mir diesmal da ausdenke und reinbringe. Ich denke, 7 Days wird schon auch wieder dabei sein. Und momentan gibt es keine aktuelle Umfrage. Darum funktioniert der Donnerstag und der Binkerbot derzeit nicht. Ja? Ach, den Binkerbot hat es auch mit zerlegt. Genau. Dauntless hatte ich schon mal drin, war nur sehr, sehr wenig abgestimmt worden. Ich kann es natürlich auch nochmal wieder reinpacken, aber mal schauen, was ich diesmal reinnehme. 7 Days, denke ich, wird schon wieder dabei sein, weil da wollen wir ja ein bisschen weiter zocken, ne? Wollen wir ja nicht jetzt bei Tag, was mal Sinn, 16 oder was, aufhören. Insofern ist der Donnerstag der Tag welcher, wo das geht. Faith steht für morgen wohl nicht zur Debatte. Nee, Faith nicht. Entweder Arcage oder 7 Days. Und Faith gibt's am Montag. Ja, das ist die neue Karte von Ark. Die schauen wir uns Montag an. Montag. Montag werden wir uns zumindest zum Teil Stranded Sails angucken. Das neue Sandbox-Spielchen. Das ist total toll. Montag schauen wir uns Stranded Sails an und danach wahrscheinlich noch ein bisschen Faith. Faith. Wie soll irgendwas gegen 7 Days gegen ankommen? Na ja, gut, dann ist das halt so momentan, oder? Warum soll ich es dann, wenn das alle wollen, warum soll ich dann irgendwas anderes damit Gewalt reindrücken? Ne, ist doch gut so. Ist doch gut so. Die Umfrage findet ihr morgen. Ich gebe schon mal den Link raus. Guckt sich klar schon Clips an, ja? Nee, ich. So. Ja, da ja, war die Bianca schneller. Genau, da immer gibt es die Umfragen. Morgen gegen Vormittag, Mittag wird die drin sein. Es ist der YouTube Community Tab. Ja, könnt ihr auch schon mal euch bookmarken, wenn ihr wollt. Und dort sind immer alle Umfragen zu jedem Donnerstag. Jo, und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. 20 Uhr, selbe Stelle. Ich hoffe, ihr habt da auch wieder entsprechend Bock. Und euch allen dann eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen
Vielen Dank fürs Unterstützen. Danke nochmal an Zombie für den Raid. Und schlaft gut. Danke an Uni, an Hippo. Ja, das reicht. das ist fair. Finde ich auch. Ist nur fair, ne? Ja. Ja, danke auch an Xar für den Moment. Für diesen unvergesslichen Moment. Danke auf Probe. Danke auf Probe. Letzte Sekunde. Macht's gut, ciao. Also, ja, hier, Credits gibt's jetzt keine. Warte mal, dann könnte ich euch eigentlich. Credits habe ich jetzt nicht, weil Stream Deck aus ist. Kann ich euch noch wohin raiden? Ich raid euch noch wohin. Raiden sie denn? Oder? Nö, gibt keinen. Gibt keinen zum Raiden. Sind alle schon im Bett, so spät. Gibt keinen zum Raiden. Wir machen direkt aus. Heute ohne Credits, weil Stream Deck nicht will. Trotzdem vielen Dank an alle Supporter. Morgen gibt es wieder die Credits, da steht er dann drin. Also, machen wir jetzt hier ungewohnt direkt aus. Schnipp. Ciao. Ciao.